Hi, hier ist Patrick Robert und ihr hört die Comic Cookies. Comic Cookies, was für ein bescheuerter Name. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herr Löwenzahn, der tut auch immer so wie, ach, ihr seid auch da, so als wäre es, ach, jetzt, ihr seid willkommen, ja. Aber hier hat es schon angefangen. Ja, das stimmt. Ja, die Hörer, die hören uns ja auch schon zu und wissen gar nicht, um was es hier geht. Aber tatsächlich ist das Comic Cookies, die Episode 81. Hey, mit 81. Mit dem lieben... Legende mir gegenüber sitzend. Mir gegenüber sitzend ist das der Steffen L. Adjektivlos, also bevor er sagt der Böse, sagt er lieber gar nichts. Und, und wir haben wieder einen Gast dabei, der jetzt schon fast nicht mehr als Gast tituliert werden darf, sondern schon ja, ab der dritten Sendung eigentlich Ehrenmitglied. Oh, das ist ja fast wie wenn junge Mädchen sich ausmachen, nach so und so vielen Date darf mehr passieren. Ja. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Ich bin fast schon Stammgast. Ich arbeite darauf hinaus, Stammgast zu werden. Der noch liebere Marek. Ja, hallo. Dankeschön. Hallo, grüße euch. Beim Steffen wissen wir ja da alles, er lieb ist. Das muss man ja gar nicht mehr sagen. Der hat sich ja schon im Namen, ne? Ja, ja. Steffen lieb. Ja. 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 Heute haben wir gesagt, wir haben so viele Themen, damit wollen wir euch gar nicht so zuballern. Wir machen einfach eine freie Themennacht heute mal. Genau, also wir haben ganz viele Themen für die Zukunft geplant und haben heute keins davon ausgewählt. Keins davon ausgewählt, aber vielleicht kommen wir ja doch zufälligerweise auf das ein oder andere Thema noch das zu sprechen. Das passiert Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das einfach so. Ja. Sprechen einfach mal drauf los und gucken mal, wo uns die Reise hinführt. Natürlich immer... Mit Bezug auf das Thema Comic. Denn oh, das ist gut, dann bleibe ich dabei. Denn wir sehen ja die Comic-Cookies, also es kann auch gerne mal über Cookies, wenn du jetzt irgendein Rezept hast oder so, aber ansonsten... Oder Comics mit Bezug, Cookies. Also die Peanuts, die essen oft Cookies. Aha. Also. Martian Manhunter mag Cookies, also der wird süchtig nach Cookies. Kann ich mich gar nicht dran, das Detail erinnern. Das müsste ich ja eigentlich selbst wissen als Cookie-Esser. Ja. Gut. Kennst du den Martian Manhunter, ne? Nee. Von DC Comics. Welche Farbe hat dein Gesicht? Grün. Das ist ein guter Kontrast, grün und braune Cookies. Grün. Das ist ein Superheld von DC. Ja, jetzt höre ich einfach nur erstmal aufmerksam zu. Ach so. Noch, das ist so clever von dir und wir haben uns wieder in die geritten. Dann hören wir alle jetzt einfach erstmal zu. Ich habe die Zuhörerposition. Ja, wir alle drei hören einfach mal zuhören. Lasst uns doch mal die Zuhörer sprechen, zum Wort kommen. Genau, liebe Zuhörer, ihr könnt euch jetzt, wir sind leider nicht live, das funktioniert nicht. Ach so. Irgendwann kriegt man das auch nochmal hin. Wir können ja eine Schweigeminute einlegen, in denen die Zuhörer dann immer... Ja. Ihre Audiokommentare. Brauchen wir dann hier noch eine Kamera oder so und dann machen wir mal wirklich mal eine Live-Übertragung, aber da brauchst du auch natürlich erst das Banner. Ja. Dann machen wir mal hier eine Live-Übertragung über YouTube oder so. Das machen wir. Irgendwann. Aber wir brauchen dann noch Kameras. Da brauchen wir dann noch eine Kamera, ja. Legen wir uns zu. Der Marty McFly, dem sein Doc Brown, hat er auch eine Kamera dabei. Nee, der Marty McFly hatte sie dabei. Ja. Ja, von dem gibt es auch Comics. Stimmt. Aber das ist ja gar nicht heute ein Thema. Das ist ja nächstes Mal ein Thema. Oder ist es heute? Naja, wir machen ja heute, was wir wollen, aber... Ja, können wir mal gucken. Ich bin leider noch nicht weit genug gekommen mit diesem... Also heute ist es nicht dran, aber freut euch schon mal, falls es euch irgendwie interessiert, ob es mehr Geschichten zu Zurück in die Zukunft, gibt es. In der Zukunft wird es. Das heißt, könnte man auch theoretisch... Naja, gut. Hätte man eigentlich auch schon längst drüber sprechen können. Also, ich würde sagen, wollt ihr es nicht anschneiden? Also mich interessiert. Ich fand es jetzt auch jetzt interessant. Können wir gerne machen. Wir schneiden es schon mal an, um zu teasern, dass es später eine tolle Folge geben wird in der Zukunft. Ah. Und wir kommen zurück in die Zukunft zu dem Thema. Alles klar. Ich kann ja nachher mal dazu was erzählen, kurz. Ja, genau. Aber verzählen oder erzählen? Erzählen. Das hast du aber auch gesagt, oder? Ich hoffe es. Ja, gut. Ich werde im Schnitt hören. Ich habe dich noch nie verzählen sagen hören, aber ich kenne Leute, die sagen, dann hätte ich mich versprochen. Ja, manche hätten sich dann auch ersprochen, wenn sie das V weglassen. Aber. Genau, und V-Wars gibt es auch Comics. Manchmal verzähle ich mich aber auch tatsächlich. Also, ja. Der Count Doku, nee, wie heißt der auf Deutsch? Graf Zahl hat Graf Zahl, Count Doku ist wieder. Ja, da
Deswegen wollte ich ja schnell auf Deutsch wechseln, weil ich gemerkt habe, Mist, ich bin im Falschen. Wie heißt denn der in Englisch? Count? Zahl, was? Zählen. Count? Count, Count. Count, Count. Genau, das ist es nämlich. Heißt der so? Ja, ich glaube, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen Schimmer. Count, Count. Also eigentlich weiß ich, wie der heißt, aber ich komme jetzt überhaupt nicht drauf, ob das stimmt und wie er sonst heißen soll. Ich stelle jetzt einfach mal, wir können ja später, du hast jetzt leider... Wenn er nicht so heißt, finden wir eine Figur, die Count, Count heißt. Und wenn er so heißt, finden wir es gut, ich meine, das wäre Count, Count gewesen. Das war nämlich genau das Wortspiel. Ja, wahrscheinlich. Ja. Kraftzahl. Da kommen wir doch, auf was wir nicht so häufig zählen können, aber dann doch manchmal, sind unsere Feedbacks, die wir so bekommen. Ja. Und deswegen würde ich da jetzt mal einsteigen und mal so eine kleine Feedback-Runde machen. Da hat sich ein bisschen was zumindest getan. Nicht back to the future, sondern back to the feed. Yes. Machen wir. Jetzt. Now. So, Feedback. Oh Mann. Ja gut, okay. Und zwar hat zu der letzten Episode, deswegen fangen wir da jetzt die war gut. ich hoffe auf positives Feedback. Ich auch. Ich war dabei. Die Sandra geschrieben. Die Sandra ist ein Drittel der Damen von drei Frauen in Comics. Ah, genau. Grüße, wir sind auch hier zu dritt, ja, drei Drittel. Drei Männer in Comics. Oder, ja. So, und, so fast Männer. Genau. Wir sind viel zu lieb, um echte, aggressive Männer zu sein. Ja. Ja. Aber das verraten wir keinem, sonst kriegen wir ja von den bösen Männern auf die Nase. Die Klischees, die mache ich sowieso nicht. Also, ja, genau, ihr Kommentar. Hallo Comic-Cookie-Bande. Obwohl ich viel lieber Evil bin, kommentiere ich doch jetzt hier und nicht auf Facebook. Da hat man irgendwie erwähnt, genau, dass Facebook Evil ist. Es so kommentieren wir doch die letzte Folge noch so ein bisschen. Ja. Das ist raffiniert. Sehr gut. Das Kommentieren, oder auch unsere Hörer machen das hier, das Kommentieren von Beiträgen kommt leider meist zu kurz, das ist richtig. Dabei ist dieses direkte Feedback doch so wichtig. Ebenfalls sehr richtig. Ja. Richtig und wichtig. Sehr kurzweilige Folge mit vielen dummen Wortwitzen. Ich mag das ja, daher nehmt das bitte als Kompliment. Also, heute wieder schöne dumme Wortwitze. Wir haben es ja schon auch schon so angefangen. Back to the feed. Ja. And now, back to the feed. Yes. So, sorry. Freue mich auf die 81. Sind wir jetzt dabei. Liebe Grüße, Sandra. So, und da habe ich dann natürlich geantwortet auf das Feedback und habe auch mal kurz gefragt, also hab mich über das positive Feedback gefreut und habe dann auch nochmal kurz nachgefragt, ob denn trotz der vielen Wortwitze auch ein bisschen Information dabei war. Und habe ich so gefragt. Ja. Und wie sie zu diesen thematischen Episoden überhaupt im Allgemeinen steht. Da kam noch dann zurück, Herr Steffen, klar, es waren auch Informationen dabei, natürlich. Die thematischen Episoden mag ich, allerdings besteht da eher die Gefahr, dass ich einzelne gar nicht erst anhöre. So zum Beispiel die Folge zu Glas, da mich der Film bzw. eine Besprechung zum Film nicht interessiert. Insofern ist es zwar praktisch, dass ich so Dinge, sogar ganze Folgen überspringen kann, die nicht ganz in mein Spektrum fallen. Andererseits verpasse ich dadurch vielleicht auch Beiträge, die in einer solchen Sendung anfallen, aber über das geplante Thema hinausgehen. Abschweifung, sage ich da nur. Ja. Eben. Aber genau. Dann haben wir ja heute genau geschickt angefangen, indem wir gesagt haben, heute gibt es kein ein Thema, heute, wo die Leute abschalten können. Das ist eine reine Abschweifung, heute diese Sendung. Ja. Ja, und natürlich ist es so, dass wir eben genau diese Themensendungen ja deswegen machen, damit wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Und dann kommen ja auch andere Hörer, die sich nur für Thema XY interessieren. Und natürlich ist es so einfacher, dass man dann auch mal eine komplette Folge überspringen kann, aber im Grunde machen wir das bei den reinen Rezensionsepisoden ja auch so. Also da ist ja auch sind ja auch Kapitelmarken drin und das heißt, wenn da ein Titel dabei ist, der jetzt so gar nicht interessiert, kann man den halt einfach überspringen. Du musst siebenmal so viele Titelmarken setzen, damit sie zu jedem, dann machst du jedes Mal eine Titelmarke, wenn A, Thema wechselt, B, Abschweifung startet, C, was war eben noch, Wortspiel? Nee, was haben wir immer? Nee, ja, gut, so machen wir es jetzt extrem nicht, aber jetzt zum Beispiel... Alle drei Sekunden, das kannst du dann automatisiert setzen. Ich sagen, das ist viel zu komplex. Also das, Nee, in der letzten Episode hat sich halt so ein bisschen angeboten, dadurch, dass ich da so ein paar Themen aufgeschrieben hatte, die wir ansprechen wollten. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen bei den Kapiteln entlang gehangelt. Das funktioniert. Gut. Mal gucken, wie es dann hier funktioniert. Schauen wir einfach mal. Naja. Gut. Also das ist jetzt die Feedback-Runde, das wird wahrscheinlich ein Kapitel sein. Und dann, willkommen zur Feedback-Runde. Dann alles Weitere werden wir dann sehen. Ne? Da werden wir sehen, was uns hinträgt. Und jetzt ist leider der Kommentar gerade weg. ich muss gerade nochmal kurz gucken. Das war natürlich. Und zwar hat mich über eine etwas
außergewöhnliche Plattform hat mich Ende letzten Jahres schon auch Kommentare erreicht. Und zwar über die App Quizduell. Wer kennt Quizduell in dieser Runde? Ja, ich kenne Quizduell. Ja? Ich spiele es auch. Ich spiele es wahnsinnig gerne, jetzt länger nicht mehr, weil ich hatte da ein bisschen Probleme. Also ich die Benachrichtigungen haben nicht so funktioniert. Nicht. Nee, die, ja auch. Ja, auch. Genau, also das ist halt. Habe ich ja in meiner persönlichen Beschreibung mit drinstehen, dass da gibt auch diesen Quizduell-Namen. Und darüber hat dann tatsächlich ein Hörer zu uns gefunden und hat mich einfach mal bei Quizduell angefragt. Das ist, cool. Das ist aber ein Umweg. Gegen ihn spielen möchte. Und das haben wir dann auch, wir spielen bis heute gegeneinander. Und zwar ist das der Fabian und der hat geschrieben: Hallo Steffen, ich habe neulich die Comic-Cookies entdeckt und erfreue mich an euren Podcast. Da du deinen Quizduell-Namen angegeben hast, dachte ich mir mal, ich fordere dich heraus. Schöne Vormachzeit, also so lange ist es schon her. Gruß, Fabian. So, das ist natürlich, also, ja, da, das ist heftig, wenn man über das Quizduell zu uns will. Aber ich finde es cool. Ist doch cool. Also, ich finde es echt witzig. Dann gab es nochmal eine Ergänzung. Hallo Steffen, habe auf eure Empfehlung Spirou von Flix gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. War der erste Spirou. Also tatsächlich das, was wir ja auch schon vermutet haben, dass vielleicht über den Flix jetzt ein paar Leute noch mehr auf den Spirou aufmerksam. Bus aufspringen. Genau. Flixbus. Ja. Sandra, der war nur für dich. Ja, für wen? Für unsere Hörerin mit dem Kommentar, dass sie also, die Sandra. Die Sandra. Ja. und dann schreibt er noch weiter, höre gerade ältere Podcasts von euch und bin schon gespannt, wie Lechier Legende zu seinem Namen kam. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Oh. Ja, da bin ich ja auch gespannt. Das ist immer heftig, wenn man dann hört, so dass die Hörer tatsächlich dann nochmal alte Folgen nachhören, die jetzt irgendwie neu dazukommen. Viel Spaß. Lass uns doch mal wissen, wo du dann immer so bist. Aber das ist. Wir können uns ja auch vornehmen, dass wir jedes Mal. Ach nee, das benennen wir nicht, wir tun es nur. Ich sag nichts. Tatsächlich hat er dann nochmal geschrieben, dass er gerade die Episode 16 gehört hat, wo Breedstorm, Sepp und ich auch befürchtet haben, also noch eine relativ alte Folge mit Sepp noch dabei, befürchtet haben, dass die Watchmen ins DC-Universum kommen und im Moment liest er gerade Doomsday Clock und ob wir DC schon verklagt hätten. Ja, tatsächlich haben wir das damals vermutet, aber ich fürchte, dass die das auch damals schon im Rahmen dieser Before-Watchmen-Reihe, um die es damals offensichtlich ging in unseren Folgen, dass die das damals schon so als Masterplan im Hinterkopf hatten, dass sie damit erstmal antesten wollten, ob kommt das überhaupt noch an Watchmen bei den Lesern? Ja, und das war ja dann, ich glaube, ganz allgemein gesehen doch relativ erfolgreich, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also weiß nicht, ob du da mehr Zahlen kennst, aber die Zahlen, also ich habe eher was anderes in Erinnerung, die Reaktionen von den Leuten, die es danach gelesen haben und zu mir kamen. Okay, und wie waren die? Alle waren vorher voll euphorisch, okay, weil Watchmen verkauft ja immer wieder an neue Leser und die alten Leser mögen es immer noch, auch nach Jahren und so weiter. Und dann gibt es endlich mal einen neuen Stoff. Und dann hat DC sogar große Namen dran gesetzt, Autoren und Zeichner. Und dann haben die Leute angefangen, querbeet, also gab es ja wie viele, 6 Serien oder was? Verschiedenste Künstler. Pärchen, die dann Before Watchmen A, B, C, D, E, F, also die waren nicht nummeriert, die hatten einen Titel. Und hinterher haben sie alle gesagt, von dem war ich jetzt ein bisschen enttäuscht und das fand ich auch nicht so gut und letztendlich waren nur 2 von allen gut. Aber jeder fand andere 2 gut. Das heißt, das war auch unser Resümee damals. Also das war auch bei euch auch. Genau das, was wir auch gesagt haben, dass das sehr gemischt ausgefallen war. Da gab es richtig tolle Dinge dabei. Also mein Highlight ist ganz klar, dass von Darwin Cook da ist noch gezeichnet. Das hätte ich jetzt dir gerade reinquaken können, dass ich glaube, dass der war. Ja? Und das ist klar. Also auch dieses Team-Ding auf jeden Fall, was er da ja hatte mit den Minutemen. Das war ja der Minutemen-Band. Und also wenn ich eine Ausgabe davon empfehlen müsste, wäre es die. Definitiv. Ja. Viele haben auch an dem Rorschach was auszusetzen gehabt. Ich auch. Weniger von den Zeichnungen, weil ich bin ein Riesenfan von, wie heißt der jetzt wieder? Wer war es denn? Das war hier der auch, Lex Luthor und Lex Luthor Mann aus Stahl und den Joker gezeichnet hatte mit
Brian Azzarello hat es geschrieben und gezeichnet hat es Liebe Mero. Genau. Ach so, ja, stimmt. Ich muss mich immer so manchmal dran langhangeln, damit ich dann wieder auf den Namen komme. Ja, aber der ich habe jetzt gar nicht in der Schiene gedacht. Gut, ja. Der hatte damals den gezeichnet und den fand ich auch richtig gut. Tatsächlich auch eine Zeichnung von ihm bekommen damals in München. Ja. Seit wann findest du den Zeichner gut? Ja, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das war wahrscheinlich, also das müsste so, was gab es denn damals noch von ihm? So diese Titel von Image, die dann mal also auch auf Deutsch kamen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das alles war. Ja, aber so richtig ins Gedächtnis gebrannt hat er sich tatsächlich erst, glaube ich, mit Lex Luthor Mann aus Stahl damals. Als er eben erst dann einen Titel von Watchmen genannt hast und dann, also den Zeichner meine ich, und dann den anderen, da habe ich in den Bahnen gedacht, dass der ähnlich lieb zeichnet, aber das ist ja eigentlich, bei Autoren sagt man ja, dass die ganz schön brutal schreiben. Mhm. Irgendwie, der zeichnet ja ganz schön brutal. Mhm, das stimmt, ja. Ganz anderen Zeichenstil. Ich bin jetzt gespannt tatsächlich auf die deutsche Veröffentlichung von dem Black Label da, Batman. Mhm. Wie heißt das? Der Comic oder das Label? Ja, das Comic. Black Label heißt es. Heißt es Doom? Nee. Nee, weiß ich gar nicht. Batman Damned. Damned. Irgendwas mit D war es, aber Doom war es nicht. Ja, genau, Damned. Was ja auch ist noch nicht auf Deutsch draußen? Kommt jetzt demnächst. Ah, ja. Tatsächlich, ja. Weißt du denn, wie es rauskommt? Also ähnlich. Also wahrscheinlich im Prestige-Format oder sowas. Ne? Habe ich noch. Hast du eine Panini-Vorschau gerade da? Eine zufällig aktuelle? Aber ich glaube, da war es drin. Ja. Aber können wir ja dann nachher noch. Ja, gucken wir nachher mal. Und tatsächlich kommt von ihm nochmal ergänzend dann der Hinweis, dass ihm Before Watchmen die Reihe damals nie interessiert hätte. Ja. Aber tatsächlich Doomsday Clock jetzt ihm sehr gut gefällt. Jetzt kann er ja noch, jetzt kommen ja auf, ich glaube auch auf Deutsch, oder? Die Before Watchmen Sachen teilweise nochmal als Luxusausgabe raus. Richtig. Wenn es ihm jetzt interessiert, kann er ja da nochmal gucken. Ja, wobei, wie gesagt, also ich könnte da jetzt gar nicht alle ausnahmslos empfehlen, sondern ich würde dann tatsächlich, also von meiner Sicht aus, würde ich halt so 2-3 empfehlen und den Rest dann eher nicht. Aber wenn man vielen Frankfurter Lesern, also ich bin halt aus der Ecke Frankfurt, zuhört, dann finden die alle nur 2 gut, aber jeder findet andere 2 gut. Ja, und dann hast du also es ist alle. Nicht, ja. Also wenn du jetzt eine Empfehlung von einem anderen hörst, kann sein, dass der andere 2 empfiehlt. Ich habe damals auf dem Schirm gehabt, dass ich vielleicht am ehesten vielleicht mal das, was der Jay Lee zeichnet, reingucke. Mhm. Aber als ich dann nur reingeblättert habe, war es da schon nicht das, was mich erwartet? Ich glaube schon. Ich habe mir gar nicht gemerkt, aber ich meine. Ja. Und dann habe ich das nicht mal gelesen. Also ich habe mir nicht mal gekauft. Also ich glaube, Felix Spector war damals noch bei mir sehr weit vorne von Amanda Conner. Mhm. Und zumindest gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob sie es auch geschrieben hatte. Und ich glaube, es waren immer Zweierteams. Dann müsste theoretisch jemand anders geschrieben haben. Aber es liegt ja schon eine Weile zurück. Es ist, hört in die 16 nochmal rein. Dann genau, richtig. Hört einfach nochmal in die 16 rein und dann, ja. Aber mit 17 fängt erst das Leben an, das heißt, das ist eins vor, also die 16 ist ja eins vor 17. Ja, ich weiß nicht, ob alle Peter Kraus kennen. Da wird mir Kraus. Ich weiß gar nicht. Nee, Peter Kraus kenne ich natürlich, ja. Ja. Sag was, ich trinke was. Ach so, oh, Steffen trinkt. Schluck, Schluck, Schluck. Ihr müsst jetzt nicht kommentieren, was ich da tue. Ach so. Ja, dann hätte wir sind mit dem Kommentar und Feedback-Blocks sind wir, glaube ich, erstmal soweit. Ende. Durch. Hier setzen wir jetzt die nächste Marke. Wie heißen diese Marken, die du setzt? Kapitelmarken. Kapitelmarke. Manchmal auch dabei Duftmarken, aber das ist wieder was anderes. Dafür habt ihr ja zum Glück im Podcast nicht. So, die Kapitelmarke ist gesetzt. Neues Kapitel. Duftmarke auch. Könnt ihr so riechen. Wir heißen alle willkommen, die das vorige Kapitel vorgespult haben und jetzt direkt hier sind. Hallo. Oh Gott, das müsst ihr jetzt nicht durchziehen bis zum Ende. Nein. Dabei ist doch das Feedback meistens noch das Interessanteste an der ganzen Sache. Aber deswegen kann man ja auch Kapitelmarken zurückklicken, oder? Ja, kann man auch. Also wer jetzt eingeschaltet hat und hat gerade gehört, dass das eben das Interessanteste war, gerade nochmal zurückklicken. Man muss das nicht immer nur linear hören. Jetzt hast du eine Zeitschleife kreiert, ne? Das weißt du. Genau. Ja, um was geht's denn jetzt? Haben wir noch Themen? Oh, wir haben voll einen harten Break jetzt. So richtig. Ja, so richtig eine goldene Moderationsbrücke habe ich jetzt nicht geleistet. Sind aber wir sonst halt immer so richtig im Fluss und Flow und es ergibt sich das nächste automatisch? Ja, aber manchmal ist es auch so, dass man schon vermutet, dass es einen Fluss oder Flow gibt, wenn man einfach bei Panels oder bei Sprechblasen die Ränder weglässt, Marek.
Danke, das war ein sehr, sehr guter Übergang. Ja, I did it, ich kann's noch. Ich finde schön, dass du das durch den Ober. Oh, da hat sich jemand aber sehr gefreut. Ist die Technik hin? Nein. Nein. Okay. Alles in Ordnung. Ich glaube mir immer. Was ein Klick, liegt das alles bereit? Wir sagen nicht, was hier gerade passiert ist. Ja, es gab einen kleinen Springbrunnen, aber. Erzähl, Marek. Was also, sollte diese Überleitung? Ja, vielen Dank, dass du eine sehr dezente und pointierte Überleitung gemacht hast. Ich habe heute, ja, danke schön. Ich habe heute was mitgebracht. Ich habe ja letzten und eigentlich vorletzten Episode. Eigentlich reden wir nur noch drüber. Eigentlich nur noch. Ich rede über nichts anderes als über den Comic, an dem ich sitze. Und heute habe ich einfach 3-4 Seiten mitgebracht. Als der Wolowitz ins All geflogen ist, hat er danach auch nur noch. Genau. Ja, erzähl. Noch war ich jetzt nicht sehr nur Bodentraining momentan. Ja. Ja. Aber ins All geht es ja auch. Ins All geht es ja auch bei dir. Fantastische Übergänge. Ich bin ja sprachlos. Moment mal, das habe ich doch jetzt eigentlich. Du hast ihn vorgelegt und ich habe reingemacht. Ich weiß gar nicht, wem ich jetzt danken soll. Ja, wem ich jetzt eher danken soll. Ich habe jetzt einfach. Im Zweifel immer der Academy. Das stimmt. Ja. Und. Oh. Den Eltern. Meine Schnur ist nass. Dingel, 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 dingel. Also mit dieser Moderation kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Was war denn das für eine Überleitung? Nee, ich weiß auch nicht. Das hat mich jetzt komplett rausgebracht. Ja. Hat er das irgendwo auf deinen Seiten entdeckt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Genauso gut, wie ich überleiten kann, kann ich auch wieder, weißt du? Steffen, dass du dich hier ohne Windel hingesetzt hast, du sitzt so lange nass, bis wir fertig sind mit der Aufzeichnung. Und dann wird mein Hintern wund. Tja. Das kann ja Stunden dauern jetzt. Das ist eine Art der Erziehung. Das kann nicht Stunden dauern. Unser kleines Steffen. Ab in die stille Ecke. Ja. In die stille Nassecke. So. Ja. Ja, wie gesagt, wir hatten ja auch schon in der letzten Episode so ein bisschen über das Paneling und über das Layout und so weiter gesprochen. Heute habe ich einfach ein paar Sachen mitgebracht. Erstmals. Bisher hat er immer nur getönt. Bis jetzt habe ich nur Sprüche gerissen. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Taten folgen lassen und einfach mal den aktuellen Stand, also von dem ersten Band sind so gut wie alle Seiten skizziert und einige sind jetzt schon praktisch geinkt und das habe ich jetzt mitgebracht. Alle Skizzen sind gemacht, ja. Jetzt kommt das Inken, das habe ich jetzt einfach mal beiden Kollegen mitgebracht, damit sie auch mal gucken. Wie gesagt, Sprüche gerissen, jetzt kann ich auch mal schauen, um so ein bisschen Feedback einzuholen. Und was ich jetzt im Endeffekt weggelassen alles habe. Alles ist im Fluss. Ich versuche einfach trotzdem weiter zu helfen. Ja, man muss jetzt eiskalt durch. Das ist jetzt meine dritte Sendung, jetzt eigentlich keine. Jetzt werde ich nicht mehr geschont. Gell? Jetzt muss es einfach durch. Ja, absolut. Keine Chance. Und habe jetzt einfach, ich habe mich auch mit einem Zeichner unterhalten über Comics, über Paneling, über Layout. Und dann sind wir im Gespräch drauf gekommen, dass man jetzt so diese klassischen Panels mit einer schwarzen Outline, aber auch die Sprechblasen mit der Outline auch die Outline weglassen kann. Mhm. Das ist das Layout, das viel ruhiger, sauberer und entschlackter macht. Und das habe ich jetzt verfolgt. Das habe ich jetzt praktisch bei meinem Comic geändert. Dadurch wirken die Zeichnungen, in dem Fall halt die Outlines von den Bildern einfach viel präsenter als davor, weil sie im Endeffekt jetzt nicht mehr so eingekalkt sind durch die schwarzen Outlines der Panels oder auch von den Sprechblasen. Mhm. Und im Endeffekt habe ich das Ganze so ein bisschen reduziert, weil es jetzt machbar ist. Ich denke, früher war das schwierig, denn ja, öfter war ja praktisch ein anderer hat koloriert als geinkt und so weiter und man konnte ja eigentlich nicht sagen, so, da sind jetzt weiße Outlines, die musst du dir jetzt einfach mal denken. Also die kannst du ja, wenn du nur die Outlines gezeichnet hast, nur geinkt hast, hast du ja eigentlich so einen hohen Weißanteil, dass diese, ich sag mal, weißen Sprechblasen ja kaum zu sehen sind, funktionieren nur mit einer schwarzen Outline. Und dank der digitalen Technologie, ich habe ja auch letztens angeschnitten, ich arbeite am iPad da dran, ich zeichne digital und dann kann man im Endeffekt den Hintergrund leicht angrauen, damit man dann den Unterschied zu den weißen Outlines der Panel und der Sprechblasen sieht. Und das ist halt das Schöne, dass man das jetzt Ganze auch im Digitalen halt machen kann. Ja. Ja, und
Erzähl weiter. Wir hören gespannt. das ist nett. Ja, weil Stefan, du hast ja auch letztens gefragt, ah ja, dann kannst du vielleicht auch nochmal zu dem Programm oder zu den Pinseln irgendwie was erzählen. Also genau. In dem Fall erzähle ich jetzt einfach, ich sitze am iPad in Procreate, also ich nutze das Programm Procreate, bin damit sehr zufrieden. Auch seit den letzten Updates kann man eigentlich das komplette Band in der App bearbeiten. Das war davor nicht so möglich, weil ja die Speicherkapazität hat dazu nicht ausgelangt. Also wenn du da irgendwie mehr als, weiß nicht, 20 Seiten hattest oder 50 Seiten, ist das Ding irgendwie abgestürzt oder ich glaube, es ging gar nicht weiter. Und jetzt kannst du dir Ordner, im Endeffekt kannst du dir eine ganz komplexe Ordnerstruktur anlegen, wo du die ganzen Seiten drin hast. Ich arbeite klassisch auf dem A3-Format, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich arbeite praktisch im A3-Format mit 300 dpi. Das ist so im Endeffekt eigentlich Quatsch, weil man kann ja auch im A4 mit 4, 5, 600 dpi arbeiten, ist das Gleiche. Aber im Endeffekt komme ich so vom klassischen Zeichnen, dass man es immer um 50%, 30-50% runterskaliert, damit die Linien halt ein bisschen knackiger wirken, ein bisschen detaillierter. Deswegen ist es nicht vielleicht die Gefahr, dass es zu clean, zu aufgeräumt wirkt, wenn du mit den Blasen, mit den Sprechblasen so sauber bist? Oder soll es ein Kontrast sein zu der dirty Linienführung der heißen Babes und der Genau das ist es. Also im Endeffekt, das, was man hier hat, ich werde das vielleicht mal fotografieren, dann können wir das in den Podcast auch reinlegen, damit man sieht, worüber wir auch hier sprechen. Ist es momentan sehr, sehr noch sehr, sehr sauber, weil wir haben momentan einfach nur so diese Graustruktur, den grauen Hintergrund der Panel und hat eigentlich nur die schwarzen Linien des Inkens und die Sprechblasen, mehr haben wir noch nicht drin, nicht mal eine Copy, also ich habe jetzt den Text auch bewusst weggelassen, damit man nicht jetzt schon anfängt zu lesen. Ja. Das lenkt dann einfach so von den, ja im Endeffekt von den Zeichnungen erstmal ab. Und wenn da jetzt die Farbe reinkommt, wenn da praktisch noch so ein bisschen irgendwie was mit den Linien und mit so, ich sag mal, Lichteffekten und so weiter reinkommt, dann werden im Endeffekt die Sprechblasen sowie der Hintergrund einfach wie so ein sauberer Rahmen drüber sitzen. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr homogen wirken wird. Mhm. Also das ist praktisch auch dadurch kann ich ja diese Verbindungslinien, die haben einen bestimmten Namen, den kenne ich nicht, die Verbindungslinien zwischen der Sprechblase zu dem Protagonisten, der es praktisch von sich gibt, hatte ich immer, ich persönlich, das Problem, die stark genug zu zeichnen, weil ich die immer mit einer Outline einfach so dünn hatte, dass ich nicht mit zufrieden war. Das heißt, ich musste die 3, 4, 5, 6 Mal ansetzen, damit ich persönlich damit zufrieden war. Und jetzt einfach mit der weißen Linie ist das Problem weg. Also ja. War mein Problem. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders ein Problem damit hatte. Ich hatte es schon. Und jetzt bin ich einfach damit viel zufriedener. Und wie gesagt, wenn jetzt noch starke Farben kommen, ich habe hier Seiten, da fliegt das Raumschiff auf den Planeten an, beziehungsweise auf den Mond. Und dann wird man hier im Hintergrund so ein bisschen was von der Milchstraße und den Weltraum sehen. Das heißt, es wird wirklich ein extrem starker Helligkeitskontrast sein. Und dadurch, denke ich, kommen die Sprechblasen und im Endeffekt die Outlines besser. Und auch so beim Paneling was ich jetzt auch so mache, ist, also normalerweise ist ja die Leserichtung, das hatten wir eben auch kurz angeschnitten, von links nach rechts, von oben nach unten. Das heißt, auch die Panel sollten von links oben nach rechts unten gelesen bzw. gezeichnet, gestaltet werden. Ich habe hier auf einer Seite ja eigentlich dagegen verstoßen, indem die Aktion von rechts nach links stattfindet. Kompensiere das aber mit den Sprechblasen, die von oben nach unten gehen. Das heißt, wenn man oben anfängt zu lesen, geht man zwangsweise nach links unten. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ja, das werden wir sehen. Das wird funktionieren, ja. Aber im Endeffekt ist es eigentlich auch ganz interessant, mal gegen bestimmte Regeln zu verstoßen. Ja, ich mag auch gerne Freisteller und so weiter, ja? Aber ich glaube nicht, dass er deswegen in den Knast kommt. Den Comic-Knast. Nasti. Ja, und im Endeffekt, wie gesagt, ich habe hier teilweise Panel, die dann im Endeffekt so eine Aktion erzählen, in dem auch die Protagonistin in dem Fall über 2 Panel aufgebaut ist und die Aktion dahinter über 4 und spiel damit ein bisschen rum. Also
das soll im Endeffekt durch die ganzen drei Bände sich ziehen, dass die Pendel nicht einfach so diese Standard, diesen Standardaufbau haben, sondern individuell sitzen, was das Projekt jetzt auch in dem Sinne nicht einfacher, sondern komplexer gemacht hat. Also ich habe allein an dem Paneling lange gesessen und verändere es immer noch. Also in dem Moment, ich habe das Ganze gescribbelt, also im Aufbau dieser Thumbnails habe ich mir aufgebaut und in dem Moment, wenn ich dann anfange, das zu zeichnen und auszuarbeiten, dann merke ich, teilweise verlasse ich wirklich komplett das, was ich mir vorher ausgedacht habe, weil ich zeichne es irgendwie anders und merke, dass an der Zeichnung und an dem Text manche Sachen vielleicht sogar schon unnötig sind, sich doppeln und deswegen... Im Endeffekt ist das so ein Prozess, erst wenn es am Schluss koloriert ist, ist die Seite wirklich fertig und bis dahin mache ich das, ich ändere es immer wieder irgendwie. Dadurch ist es natürlich kein wirtschaftliches Projekt, sondern eine reine Spaßgeschichte, weil es sich, weil ich einfach viel mehr Zeit dran setze. Deswegen war es ganz praktisch, dieses Helldrawing mal zu zeichnen, weil das waren zwei Seiten, also in meinem Fall waren es zwei Seiten, sonst die meisten haben eine gemacht. Ja, muss ich zugeben. Es hat aber auch Spaß gemacht. Ja, das hat man dem angesehen. Und, das sagen die Streber in der Schule auch immer. Ich hab's. Oh, Scheiße. Die Zusatzaufgabe. Ja, die hab ich gern gemacht. Der Young Sheldon sagt das auch. Irgendjemand anders? Nein. Okay, Marek. Ich muss sagen, ich saß immer in der letzten Reihe. Also das Streben ist nicht so. In der Zeit habe ich Comics gezeichnet. Also doch irgendwie schon in der Richtung. Nee, und das Schöne war da, dass es halt bei zwei Seiten oder bei einer Seite, dass das Projekt dann so abgeschlossen war und hier im Endeffekt am Schluss 62 Seiten sein werden. Das, wie gesagt, das Gute am digitalen Arbeiten ist, ich habe einen Teil der Raumschiffe habe ich mir in 3D vorgebaut, also ich habe mir die Fahrzeuge, die Raumschiffe, genau, also wirklich gebaut und verwende die im Endeffekt, wenn ich dann so ein Panel zeichne und gerade so auf den ersten, ich sag mal, 2, 3, 4 Seiten sieht man, dass das Raumschiff praktisch auf den Raumhafen zufliegt und dann auch andockt. Und weil ich dazu ja ständig die Perspektive und den Ausschnitt wechsle, hätte mich das irre gemacht, wenn ich mir das die ganze Zeit hätte konstruieren müssen. Deswegen habe ich dieses Schiff in 3D. In die richtige Position. Genau. Und dann? Im Endeffekt gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn man im Photoshop arbeitet, hat man die Möglichkeit, eine 3D-Ebene auf die Seite zu importieren und du kannst sie im Photoshop auch drehen. Mhm. Das heißt, du kannst praktisch on the fly arbeiten, du kannst live arbeiten, du kannst es dir drehen. Das geht bei Procreate nicht, das heißt, da arbeite ich mit Screenshots. Also ich hab auch die App auf dem iPad, da positioniere ich mir das Raumschiff, wie ich es haben will. Mhm. Und dann hast du das importiert und dann paust du das ab oder zeichnest du es im Grunde nach? Also sagen wir mal so, ich habe die mir jetzt nicht so gebaut, die Schiffe, dass da jedes Schräubchen und jedes, das sind im Endeffekt Referenzen. Also da kann immer noch eine Varianz finden. Ja, also das ist bei jedem. Aber nicht, dass ein Schräubchen fehlt. Ja, das ist dann die Gefahr. Das ist die Freiheit des Künstlers, ja. Nee, also ich habe. Das ist dann für die Hardcore-Fans, die dann die Schrauben nachziehen. Das wird dann übel. Also da muss ich. Du wirst enttäuscht sein. Du wirst enttäuscht sein, weil es werden Schrauben fehlen. Im Endeffekt ist es so, Raumschiff auseinanderfällt. Ich bin ja kein 3Dler. Also es gibt ja 3D-Künstler, die können es perfekt. Ich kann es nicht. Also ich habe mir die Objekte praktisch nur einfach als Referenzen zusammengebaut, damit ich es einfach habe. Du bist dann eine Schraube locker zu zeichnen. Ja, das geht. Mit Bewegungsunschärfe. Nein, im Endeffekt ist es und dann wird es praktisch immer wieder neu gezeichnet. Also ich verwende jetzt keine Renderings, indem ich positioniere und einen Screenshot mache und das war's, sondern es wird alles praktisch nachgezeichnet. Deswegen sieht auch jedes Panel, alles sieht unterschiedlich aus. Also, aber das ist auch das, was ich will. Ich will es nicht perfekt haben. Ja. Das war ja, als Sascha Derb auch hier war und wir uns unterhalten haben, der hat auch gesagt, also dann machst du halt einen schiefen Strich und dann lass ihn aber. Radier ihn nicht weg und lass ihn. Also es ist dann eigentlich richtig gut, wenn es nicht perfekt ist und das ist das, wo man immer hin will. Also man will es immer perfekter machen. Das ist so, wenn du zeichnest. Du fängst an zu zeichnen, du willst immer fotorealistischer zeichnen. Mhm. Du willst es immer, und da siehst du dann einfach, oh, ich werde immer besser, ich werde fotorealistischer. Und dann hatte ich einen Kurs,
Jetzt kommen gleich ein paar Sprüche, aber das war ein Kuss- und Aktzeichenkurs. Und ich kann mich gerade noch zurückhalten. Okay. Und da hat die Dozentin auch gesagt, in dem Fall nicht zu mir, sondern zu einer Kommilitonin, ja, du zeichnest so fotorealistisch. Wenn du was Fotorealistisches zeichnest, dann mach doch ein Foto. Dann brauchst du es nicht zu zeichnen. Was zählt, ist der Strich. Und das ist bei mir so in Erinnerung hängen geblieben, dass ich eigentlich gesagt habe, das stimmt. Also in dem Moment habe ich auch aufgehört, immer perfekter und dezenter und fotorealistischer zu zeichnen, weil wozu? Wir haben, na, wenn das kannst, eine, dann ja, aber du hast eine Fotokamera. Also in dem, es gibt irgendeinen japanischen Künstler, der macht 4x2 Meter Gemälde. Ja. Oh, es gibt welche Zeichnungen oder Gemälde. Zeichnungen oder Wasser. Also ich habe letztens auch so einen Künstler gesehen, der eigentlich, glaube ich, nur Wasser zeichnet und sieht so abgefahren. Aber gut, die machen es auch so ein bisschen surreal. Ja. Das ist dann natürlich schon so die Dali-Richtung ist natürlich, das ist geil, ja. Weil du hast es realistisch, aber es ist nicht authentisch. Also du kannst es nicht nachstellen, sondern schmelzende Uhren, keine Ahnung, irgendwas, was. Das ist eine andere Geschichte, aber einfach so praktisch ein Bild zu zeichnen, in dem Fall von einer liegenden Frau am Strand, das kannst du auch fotografieren. Also das ist deswegen fand ich, war für mich die Aussage, beim Zeichnen macht es der Strich aus, also so die Dynamik auch des Striches. Und ich habe es vorhin schon erzählt, also beim Comic kämpfe ich noch so ein bisschen, mal ist mir die Outline zu dick, dann ist sie mir wieder zu dünn, also so hundertprozentig glücklich bin ich irgendwie die ganze Zeit nicht, aber ich ziehe es jetzt einfach mal durch und einfach mal gucken, wie es aussieht, wenn es fertig ist, aber... Deswegen heißt ja auch die Outline, also viele sind nicht zufrieden, mal zu dick, mal zu dünn. Und du beziehst eher auch Outline, ja. Ja, genau. Ich sag mal, genau. Ich habe falsch angefangen. Weil der. Das musst du nicht Kapitelmarken. Die Misserfolge des Lefier-Legende. Ja, lange Rede. Also im Endeffekt ist es beim Zeichnen, auch beim Digitalen, so wie beim Analogen. Also du hast es einfacher, weil du dir eine Ebene dahinter legen kannst. Du kannst es immer wieder rückgängig machen. Beim Kolorieren, finde ich, ist es ein wahnsinniger Vorteil, weil früher musstest du dir, entweder hast du dir die Outlines ein paar Mal kopiert und immer wieder gezeichnet. Wenn du es halt verbockt hast, musstest du es nochmal machen. Ein Versuch. Ja. Also, man muss kommentieren, der... Ja. Die Lefier-Legende hat gerade auf einen Druck eines 2004 entstandenen. Circa. Also, ich weiß nicht, soweit wir das entziffern können. Es wird auch 2009 sein, aber. Nee, 2009 habe ich ja schon gar nicht. Nee. Da hatte ich schon längst nicht mehr. Nee, das ist 4. Eine Illustration, die wir jetzt eigentlich gar nicht erwähnen wollten, aber naja. Jetzt ist er erwähnt. Manchmal bringen ja die Leute zum Podcast was als Geschenk mit. Es wird alles aufgezeichnet. Jetzt will ich auch mal sagen, dass ich heute auch ein klitzekleines Geschenkchen für meine Gäste hier hatte. Nämlich einen kleinen A5-Druck, der weltweit sehr limitiert ist. Dazu muss man hier schon Gast sein. Ja. Und da steht ein Geheimnis drauf. Aber darum geht es nicht. Die Zeichnung ist... Ja, die ist wirklich sehr toll. Also da möchte ich mehr sehen in dem Stil. Ja. Ja. Weil du vorhin gerade Aktkurs gesagt hast. Aktkurs. Ja. Aktzeichnenkurs. Fällt mir ganz spontan immer die Mr. Bean-Episode ein. Wo der auch zum Zeichenkurs, das geht an einem Schule, offener Tag oder sowas, ich glaube, das ist dieselbe Episode, und da geht er zu einem Zeichenkurs und fängt halt mit dem Stillleben an und fängt halt an, den Apfel zu zeichnen und guckt halt wieder hin. Und aus den zweiten Runden entsteht eine Brust und das ist dann halt auf einmal der Stilllebenkurs zum Aktzeichenkurs gewechselt. Ja, da war was. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ja, vor Ewigkeiten gesehen, aber irgendwann, ja. Also jetzt endlich kann ich mal was reinbringen hier. Mr. Bean muss auch mal geguckt werden. Das jawohl. Ist ja wohl klassig. Ja. Und, ich glaube, den könnten wir sogar gucken. Aber egal. Wir gucken ja halt was anderes. Genau. Aber das sei hier nicht erwähnt, weil es hier nur um Comics geht. Genau. Bei Mr. Bean gibt es eine Zeichentrickserie. Gibt es eine Zeichentrickserie. Ein Zeichentrick ist sehr erlaubt. Starken Outlines. Wollte ich gerade sagen, sehr starken Outlines. Ja. Extrem starken Outlines. Aber das ist auch da ein Stilmittel und passt. Passt das. Ja. Wenn wir gerade bei Zeichentrickserien sind, vielleicht können wir da mal kurz so in die Ecke reingehen. Was ich hier eigentlich so ein bisschen für eine spätere Episode dann mal aufheben würde, aber wir können es mal ganz grob anschnitzen.
Wie war das bei euch? Wie seid ihr eigentlich zu Comics gekommen? Also, weil ich kenne es ja von meiner Geschichte her, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt im Podcast, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Einfach, dass ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bei mir war es so, ich habe ganz viele Zeichentrickserien geguckt als Kind, also Tele 5, wir hatten es neulich bei einem Stammtisch davon. Hat ja wahnsinnig viel im Nachmittagsprogramm gebracht. Aber auch später dann im Samstagsvormittagsprogramm habe ich sehr viele Zeichentrickserien geguckt. Und erst durch viele, viele Zeichentrickserien bin ich auf die Superhelden aufmerksam geworden und dadurch auf Comics. Ja. Aha. Ganz am Anfang stand eigentlich eine Live-Action-Serie, nämlich Batman 66er TV-Serie. Was, die hast du davor schon geguckt? Ja? Die habe ich davor schon geguckt. Das war so im 89er Dunstkreis, als der Batman-Film ins Kino kam. Hat Sat.1 damals diese ganzen Episoden ausgestrahlt. Das war bei uns dann auch gerade die Zeit, als die Grenzen aufgingen und es hat dann als ineinander gespielt. Ja. Und Batman habe ich damals dann das erste Mal so richtig entdeckt. Adam East, Adam West, klar. Grenzen auf. Ja. Erzähl weiter. Und oh Gott, so schlecht, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, das ist eigentlich fast schon so ein Kapitel. Ja, ist es ja jetzt theoretisch ist es, auch. Genau, also das war bei mir der große Kapitelpunkt, an dem ich die Superhelden so richtig entdeckt habe. Dann so nach und nach auch dann das erste Mal einen Farbfernseher bekommen, so in dem Zeitraum. Und da liefen dann plötzlich so Sachen wie Spider-Man oder Defenders of the Earth, wobei ich immer noch ganz am Anfang, das Phantom immer mit Spider-Man verwechselt habe, aber dann später gemerkt habe, der hat ja eine ganze Maske, der Spider-Man, und der Phantom hat ja nur so eine halbe quasi und nochmal so eine Domino-Maske drüber. Und, Phantom auch als Zeichentrick oder jetzt? Ja, Defenders of the Earth. Kenne ich als Zeichentrick gar nicht. Ja, das war so eine Teamserie mit Flash Gordon, ähnlich wie es jetzt die Kings Quest Comics gab. Ja. So diese Teamzusammensetzung in etwa war das damals in dieser Zeichentrickserie. Da waren dann halt die Kinder noch dabei. Von denen. Ja. Genau. Und durch diese ganzen Zeichentrickserien, auch Spirou und Fantasio gab es damals in Zeichentrickserie, die Schlümpfe natürlich gab es als Zeichentrickserie, Asterix gab es als Filme und so weiter und so fort. Da habe ich immer erst oder sehr oft erst die Zeichentrickserien oder die Zeichentrickfilme davon gesehen und dann erst die Comics entdeckt. Wie war es bei euch? Wie seid ihr das allererste Mal mit Comics in Verbindung gekommen? Im Großen und Ganzen ist es bei mir so ähnlich. Also man hatte einfach, wir hatten Kabel. Also ich muss sagen, wir waren ja privilegiert. Wir hatten einen Kabelanschluss. Also ich bin ja in Polen geboren, aber kam 85 nach Deutschland und da hatten wir Kabel. Mhm. Und in Polen, weiß ich noch, habe ich eine Ausgabe von Asterix geschenkt bekommen. Das war so der erste Comic, den ich so wirklich in der Hand hatte. Sonst gab es damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals gab es keine wirklich gute Comic-Szene in Polen. Ich glaube, das ist jetzt auch bescheiden. Es gibt so den einen oder anderen guten Zeichner. Der eine lebt ja in Belgien, das habe ich auch schon mal erwähnt. Das hatten wir bei einem Comic-Stammtisch. Tut jetzt nichts zur Sache. Und dann kamen wir nach Deutschland und ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann. Damals gab es Sky, gab es ja damals schon. Und die hatten... Premiere noch. Nee, Sky war Sky Channel. Sky Channel war der britische, also damals wirklich der rein britische Sender. Genau. Okay. Und dadurch konnte ich, und da gab es am Samstag Fun Factory, hieß das. Das kennst du? Ja, sehr, sehr schön. Und da gab es wirklich zwischen 8 und 12 Uhr, glaube ich, alle möglichen Zeichentrickserien. Da gab es Inspector Gadget, da gab es, alles Mögliche. Und dazwischen gab es Hot Wheel-Werbung und sowas. Oh Gott, ja, das war ja auch intensiv. Ganz viel Spielzeugwerbung. Ganz heftig. Das kannst du ja da nur bringen und dann funktioniert das auch. Aber das gab es da, wo ich gelebt habe und den Sender geguckt habe, gab es gar nicht zu kaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, das war nämlich das Schöne. Also dann hatte ich die Spots angeguckt, aber das war ja auch in Deutschland dann noch so, also was das angeht, war es noch so bescheiden. Und Mask und was ist da alles an? Masters of the Universe natürlich, also da bin ich auch aufgewachsen. Und das waren so die ersten Zeichentrickserien, die ich geguckt habe. Tele 5, da gab es ja auch diese eine Stunde täglich irgendwie zwei Zeichentrickserien.
Und hatte da ja natürlich schon das Bedürfnis, irgendwie mich auch in dem Bereich zu betätigen. Und was hat man an Möglichkeiten? Man kann im Endeffekt einen Comic zeichnen. Mhm. Film kannst du nicht drehen, nur schreiben war mir irgendwie zu öde. Also wollte ich habe ja immer gern gezeichnet, wollte auf jeden Fall was zeichnen. Und irgendwann kam ich halt auf die Comics und das war einfach so ein, so ein Kanal, wo ich eine Geschichte erzählen konnte. Mhm. Also ja, auf die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Also wie gesagt, nur schreiben, eine Szene, ein Raumschiff beschreiben. Ich glaube, das ist einfach nicht meins. Also das ist schön, wenn man es kann, aber meins ist es irgendwie, das Ding dann auch zu zeichnen, ja. Also irgendwie so umzusetzen. Habe auch eher Probleme mit den Texten hier als auch mit den Zeichnungen. Also das ist etwas, wo ich dann auch immer wieder ändere, wo meine Frau immer wieder Korrektur lesen muss und sagt, was hast du denn da schon wieder geschrieben? Also das ist eher so ein Ding. Und durch die Serien, durch die Zeichentrickserien bin ich eigentlich auch zu den Comics gekommen, auch durch die Filme, ist klar. Und bei mir im Comic war eigentlich, ich war ein sehr großer Star Trek, bin ein sehr großer Star Trek und Star Wars Fan, also generell Sci-Fi, so der Bereich. Aber überall war irgendwas, was mich gestört hat. Also da fand ich das ganz cool, aber da hat mir das und das gefehlt und bei einer anderen Serie oder einem Film was anderes und habe gedacht, ach komm, eigentlich müsstest du da so die eigene Sci-Fi-Geschichte kreieren. Also da, wo mir überall was gefehlt hat, irgendwie da was einzusetzen. Und eigentlich wollte ich zuerst so eine Fanfiction machen, also zu was Bestehendem. Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich es immer weiter verlasse und dann praktisch so in meinen Comic reingerutscht bin. Aber im Endeffekt auch natürlich durch die Zeichentrickserien bin ich dazu gekommen. Ja. Also bei mir gab es irgendwie um mich rum, soweit ich mich erinnern kann, schon immer in den wenigen TV-Programmen, die es in meiner Kindheit gab, ab und zu mal ein Zeichentrickfilmchen, aber viel zu wenige. Und um mich rum, was weiß ich, Brüder, Nachbar, Kinder, Freunde, auch Comics. Und wir durften auch Comics haben und in meiner Familie, die anderen gleichaltrigen Kinder, wenn die bei uns zu Besuch kamen, die durften nämlich keine Comics in ihren bei sich haben, dann fanden die uns voll cool, weil wir Comics hatten, haben sie bei uns immer so Sachen wie Clever and Smart gelesen. Weil es damals kaum Zeichentrick gab, habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn es auf den drei Sendern, die es damals gab, irgendwo ein Zeichentrick kommt und da war es auch wurscht, was es war, Hauptsache es war Zeichentrick. Und weil es wenig war und überschaubar war und irgendwann kamen dann auch erste Möglichkeiten, Sachen aufzuzeichnen. Das heißt, irgendwann fing die Zeit an, wo man sich einen Videorekorder leisten konnte und Videokassetten kaufen konnte. Und dann habe ich auch die Zeichentricks-Dinger alle aufgenommen und konnte dann sogar mehrmals gucken und habe dann auch festgestellt, dass manche besser und manche schlechter sind oder meinen Geschmack treffen und weniger. Mhm. Und parallel habe ich aber auch Comics gelesen. Ich bin halt kein so ein Superhelden-Fan früher gewesen, auch heute nur nicht des Superhelden wegen, sondern weil es eine gute Geschichte oder gute Zeichnung sind oder ähnliches. Aber irgendwie weiß ich nicht, was der erste Comic war, den ich in der Hand gehabt habe. Also wir hatten früher bei uns im Haus eine Spielabteilung, also eine Spielecke, wo dann Nachbarskinder und wir gespielt haben oder bei denen. Und da lag dann zum Beispiel Spielzeug rum, mit dem wir gespielt haben und auch Comic-Heftchen rum, die gar nicht unbedingt mir gehören mussten, sondern von meinem großen Bruder, die Nachbarskinder, Freunde. Und da lag dann Spider-Man, Plastic Man als Heftchen rum und auch Clever and Smart lag schon irgendwo rum. Asterix auch. Also du hast dann praktisch leichte Auswahl aus mehreren wahrscheinlich, ne? Ja, wobei ich halt als Kind kam es mir so vor, wie je cartoonhafter, je niedlicher es ist, desto eher ist es wohl für mich was, also auch für meinen Geschmack. Also ich fand den Spider-Man ziemlich komisch oder wenn ich im Fernsehen sowas wie Zorro gesehen habe oder im Comic Spider-Man gelesen habe, dann fand ich als Kind eigentlich das Fremdartige im Verhältnis zum Menschen toll. Das heißt, wenn der Zorro die Maske auf hatte, wenn der Spider-Man der Spider-Man war. Als Kind habe ich gedacht, dass die Stormtroopers vielleicht nicht Menschen sind. Mhm. Ich bin dann jedes Mal als Kind enttäuscht gewesen, wenn es darum ging, du guckst einen Zorro-Film und angenommen, der Film geht 90 Minuten, davon sind 60 Minuten ohne die Zorro-Maske. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Als Kind. Die Maske auf, finde ich. Ah, ja, naja, nur mit Maske ist er toll und besonders. Fand ich auch cool. Ansonsten war er ein Mensch. Ich habe überall Menschen um mich rum, da muss ich nicht Fernsehen gucken. Deswegen fand ich ja dann auch die Batman 66er TV-Serie erstmal so weil er phänomenal. Weil er was, ja genau. Ja. Und deswegen hat mich auch Spider-Man
mehr interessiert, wenn er mehr durch Häuserschluchten geschwungen ist, wobei ich kann mich gar nicht erinnern, dass der, während ich Kind war, in irgendein Heftchen durch eine Häuserschlucht geschwungen ist, aber ich kann mich eh kaum noch an Spider-Man erinnern, weil das war gar nicht das, was ich toll fand. Ich fand eher Knubbelnasen, franco-belgische, niedliche Sachen und habe aber auch zuerst gedacht, Schlümpfe sei Zeichentrick und habe dann gemerkt, ach so, die Comics waren davor. Also war der Ursprung, meine ich jetzt. Als Kind hatte ich Schlümpfe-Comics irgendwo Zugriff drauf und Schlümpfe im Fernsehen gesehen und habe gedacht, dass ein Comic nur sowas wie, also mit Kinderworten gibt es da andere Ausdrucksmöglichkeiten, aber als wäre das sozusagen ein Zweitprodukt zur TV-Serie, aber war ja andersrum. Mhm. Ja, aber was ich auch gedacht habe, weil du gerade sagst, Marek Zeichenstil und Zeichen lernen, ich habe als Kind die Peanuts Zeichentrick geguckt und die Comicstrips gekannt, aber Comicstrips kamen nicht zu mir. Also ich meine, keiner hatte Comicstrips von den Peanuts, den der Tageszeitung, die habe ich ja nicht gelesen, das heißt, habe ich sie auch nicht groß gesehen. Und die Zeichentricks von den Peanuts, da habe ich immer gedacht, das kann man doch realistischer besser machen von der Animationstechnik her und vom vielleicht realistischen Faktor her. Und mir hat als Kind keiner gesagt, das ist Absicht so. Also wenn ich heute Interviews lese, das ist Absicht so. Es gibt sogar, heutzutage gibt es ja alles. Es gibt ja auch von Disney für klitzekleine Kinder Mickey Mouse animiert, wo die eben 3D-CGI-technisch aussieht wie das Fiktive, als sei es real, surreal. Und das gibt es heute auch von den Peanuts, dass die sich annähern, dass die perfekter animiert sind, aber wann immer der Charles M. Schulz irgendwie mit dem Mendelssohn, also mit den Leuten, die die Zeichentrick gemacht haben, Interviews gegeben haben, das habe ich natürlich als Kind nicht gelesen, da konnte ich ja noch gar nicht lesen oder hatte keinen Zugriff auf sowas. Das ist Absicht, die wollten damit den Charme des Comicstrips beibehalten und einfangen und lassen. Mhm. Das wusste ich als Kind ja auch nicht. Ja, also ich hatte als Kind auch den Drang beim Zeichnen perfekter zu sein, sowohl im Imitieren von Franco-Belgischen, also irgendwann hatte ich mal eine Asterix-Kassette, aber die war nur geliehen und ich wollte auch nochmal hören, deswegen habe ich sie mir kopiert auf eine leere Kassette und habe die Hülle bemalt und wollte eins zu eins, weiß gar nicht, welche Folge das war, aber ich glaube, es war ein Pferd mit drauf und ich hatte Schwierigkeiten, das Pferd eins zu eins perfekt zu kopieren. Mhm. Mein Bruder war ja älter als ich, das heißt, er hatte schon mehr Zeichenerfahrung, hatte ich ihn gebeten und dann hat er so einen eigenen Strich mit reingebracht. Und ich sagte, das ist doch nicht perfekt. Sagt er, perfekt brauchst du nicht, dann kannst du es ja, aber ich wollte es doch imitieren. Mhm. Ja. Dieses Vorderbild von der Kassette. Also ich wollte das als Kind perfekt können, egal ob es Cartoon imitieren ist oder ob realistisch Zeichen. Bei beiden wollte ich so perfekt wie möglich hinkriegen und habe da dann auch immer weiter dran gearbeitet. Aber insgesamt ist es aus heutiger Sicht und auch damals, das ging ja nicht lang, also irgendwann habe ich ja auch gemerkt, dass wenn ich selbst zeichne, dass da auch Eigenes entsteht. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass das, natürlich lese ich gerne die Comics, die es schon gibt, aber von mit den Figuren Geschichten erzählen, da stößt man immer auf Grenzen, weil, also so wie ein Spider-Man-Autor bist, du stößt an die Grenzen, dass der Verlag sagt, der Spider-Man tut dies nicht, macht das nicht. Das wusste ich auch schon als Kind, wenn ich dann angefangen habe zu zeichnen, dass ich jetzt nicht so weit bei der Fanfiction vom üblichen Universum abweiche, dass es nicht mehr für den Comic, für den Comic-Charakter typisch wäre. Und dann, deswegen habe ich dann eigene Figuren erfunden, gezeichnet und damit was gemacht, damit die im eigenen Universum eigenes tun konnten, so wie ich das dachte. Ja, ich meine, bei den mit den vereinfachten Zeichnungsdarstellungen, gerade im Cartoon halt oder im Zeichentrickfilmbereich, ist es ja natürlich oftmals sogar gewollt, um einfach die den Produktionsprozess auch einfacher zu gestalten. Ne? Ja. Jetzt zum Beispiel, ein Paradebeispiel dafür ist hier Batman, die Animated Series. Sehr, sehr einfacher Strich von Anfang an. Und dann gab es ja nochmal eine Fortsetzung des Ganzen, den New Batman Adventures, wo der ganze Strich nochmal vereinfacht wurde. Und das habe ich neulich nochmal nachgehört. Und zwar gibt es einen Podcast, der nennt sich The Batcast. Der wird von den batmannews.de zum Beispiel, der wird von der Seite batmannews.de veranstaltet. Und da könnt ihr mal reinhören, die haben sich den 25. Geburtstag der Animated Series praktisch als Stichwort genommen und besprechen die Reihe mal. Grob oder perfekte Kugel als Kopf ist viel leichter von allen Perspektiven darzustellen, als wenn die Figuren filigran aussehen. Ja, oder sowas ja auch, ne? Kim Possible.
das ja auch sehr vereinfachte Darstellung ist, oder Phineas und Ferb, wo man ganz eindeutige geometrische Figuren sieht und die dann praktisch umgesetzt wurden, so dass eben passt. Ja. Also das heute spielt ja noch viel mehr mit rein. Also wenn man die Minions nimmt oder sowas, die alles, was nur Überraschungseier was sind, Disney, mit, genau. Gesicht, ja. Die wollen halt ein stilisiertes Plano-Gesicht haben, wo dann die Emotionen drauf dargestellt werden, weil das vom Menschen viel reiner wahrgenommen wird, als wenn du eine Nasenmacke mit dazu zeichnest, also den eigenen Charakter noch mit reinnimmst. Das ist aber nicht schon immer so. Das macht man erst seit, ich weiß gar nicht seit wann, also bei den Minions fällt es halt extrem auf, weil die Minions sind nichts weiter als, wie hast du es genannt, Überraschungseier, gelbe Dinger. Ja, die gelben Hüllen, genau. Überraschungseier. Und das kommt ja auch noch dazu. Und wo auch, weil wir eigentlich beim Thema Comic waren, zum Zeichentrick gewechselt haben, trotzdem gibt es einfach so viele Sachen, die überall passen, stimmen, modern, parallel muss ich modernisieren oder auch, nicht unbedingt zeitlich parallel, aber auch. Wenn der Marek sagt, ich mache jetzt die Outlines weg oder andersfarbig oder invers, bei Kim Possible sind die Outlines auch nicht schwarz. Das macht das Ganze auch viel lieber, wenn man nicht schwarze Outlines hat. Das ist im Zeichentrick also für kleinere Menschen öfters so. Auf mich wirkt das manchmal, je nachdem, schon, aber wie geschickt doch bei eingesetzt Sachen, ist. Ja. Genau. Und das, genau das ist es halt, was ich dann wiederum so faszinierend fand, auch weil ich auch so ein Fan auch so von so klaren Illustrationen eigentlich bin. Und da sieht man es halt ganz, ganz deutlich bei Kim Possible hier auch. Der Steffen hat gerade einen Kim Possible Comic in der Hand, aber gibt dir Zeichen. Deswegen ich da sehr gerne mal mit Inkscape arbeite, weil genau das du da machen kannst. Also du kannst es natürlich auch in Photoshop machen und so weiter, aber bei Inkscape finde ich es halt nochmal ein bisschen gestaltungsfreier, weil du dann die einzelnen Elemente wiederum anklicken kannst und denen dann die Farben gibst und unterschiedliche Outline-Typen dann auch machen kannst mit Farben zum Beispiel. Ja. Auf mich wirkt das, als wäre das ein Style, eine Möglichkeit, wie es jetzt zum Beispiel bei Kim Possible ist. Das mag ich auch, aber es ist irgendwie nicht der Style, den ich für mich nutzen möchte und haben möchte. Und deswegen, wenn es vorkommt, dass zum Beispiel eine Gemeinschaftszeichnung entsteht, dann kann der eine es ja am Computer finishen. Ach, genau, es wird jetzt auch, weil es die letzte Seite ist, in dem Kim Possible Comics die allerletzte Seite Werbung für eine Serie ist es, oder? Ja. Für eine Realserie. Ja. Ich glaube, das ist ein Direct Movie. Ach so. Das heißt, Original Movie von Disney Channel oder XD, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Ja. Ja, und da finde ich auch die Idee, dass man mal Outlines nicht nur schwarz darstellt oder weglässt, sondern auch einfach genauso clear darlässt, wie wenn sie schwarz wären, nur heutzutage mit einem Klick oder ähnliches, in einer anderen Farbe darstellt. Oftmals auch, um da einen besseren Kontrast darzustellen. Ne? Genau, oder den Kontrast zu minimieren, je nachdem. Genau, also in beide Richtungen. Also bei Haaren zum Beispiel gelbe Linien statt schwarze, weil die Haare eine dunkle Haarfarbe hat, dann ist es zum Kontrast verstärken, genau. Aber trotzdem, ich mag das ja. Trotzdem will ich das irgendwie nicht für meine Figuren und für mein Universum, also für meine Comic-Sachen. Also ich habe mich, ich glaube, da war ich noch Kind, habe ich mich irgendwann mal in Schreibkalligraphie so ein bisschen verliebt, weil ich das toll fand. Ist jetzt nicht meine Erfindung, das hat schon jemand anders erfunden. Aber das ist angenommen, du hast so einen Schreibkalligraphie-Füller und ziehst den in die eine Richtung, dann ist das eine dünne Linie, in die andere Richtung eine dicke Linie. Das fand ich als Kind so cool, dass ich das als Zeichner auch machen wollte, nicht nur als Schreiben. Und dann hat mir jemand gezeigt, dass es auch Zeichenkalligraphie-Federn gibt. Die sind ja nicht so, wie wenn man es schreibt. Und ich nehme halt diesen Effekt von Schreibkalligraphie-Federn, um zu zeichnen. Und das mag ich. Das Einzige, man stößt halt immer bei irgendwas an irgendwelche Grenzen. Je filigraner und kleiner man zeichnet, desto eher verschwindet die dünne Linie und desto matschiger lässt die dicke Linie keine Details zu, wenn du im klitzekleinen Filigranen zeichnest. Und dann ist immer die Frage, will ich es 100% durchziehen, dass ich nur mit solch einer Art Feder zeichne oder nehme ich andere Stifte für Hintergrund, für andere Ebenen der Filigranität, andere Stifte. Und früher wollte ich es einfach 100% durchziehen. Und deswegen sollten andere Striche immer Hintergrund bleiben, wenn ich davon mal abweiche bei den Outlines. Apropos Outlines, du hattest einen Comic gelesen, wo das mit den Outlines oder... Genau, also Outlines scheint heute ein durchziehendes Stichwort immer wieder zu sein.
Und der dann Marek, die Episode doch die Outliners. Die Outliners. Der Marek hat ja damit angefangen, damit habe ich es nur verknüpft, weil mir dazu was eingefallen ist. Ja. In seinem Comic sind ja Outlines nicht klassisch dargestellt. Ich kann aber sagen, dass es unter den klassischen Comic-Lesern auch Leute gibt, die modernes Paneling ablehnen, die moderne, das zum Beispiel einfach, wenn die Outlines nicht mehr schwarz sind, dann finden die es auch zu, das ist nicht mehr Comic, finden die dann. Die kriegt man leider dann nicht, aber die Welt bewegt sich ja weiter. Also ich finde es eigentlich, ich finde das, was der Marek jetzt hier gezeigt hat, guckt es euch irgendwo mal an, wir verlinken, wir zeigen es, wir machen es ja, wir verraten euch das ja. Oder? Mhm. Ja, gerne. Ihr könnt auch den ersten Einblick sehen. Ihr könnt jetzt endlich auch mal sehen, wie geil das aussieht. Es ist moderner. Manche kommen dann beim Lesen nicht mehr nach, weil die einfach nur ein quadratisches Kästchen nach dem anderen lesen wollen und die wollen auch, dass es schwarz ist, damit sie wissen, was in dem schwarzen Kästchen ist, ist das, was im Panel ist. Aber es sind tendenziell eher die älteren Leser. Und die, die damit auch sogar Schwierigkeiten haben, das sind dann die, die keine Comics lesen. Also man muss ja verknüpfen können vom Ablauf her. Also das Gehirn muss ja aufnehmen und verarbeiten. Wenn du nur Text liest, liest du nur Text. Und dann bildet sich damit, wenn du das aufnimmst und verarbeitest, eine Story zum Beispiel. Als Comic musst du Text und Bild beides aufnehmen, was verschiedene Bereiche im Gehirn sind. Und wenn wir jetzt noch moderner sind, dass wir auch dieses klassische Rechteck für Rechteck mit schwarzen Outlines ein bisschen aufbrechen, sind wir nicht die Erfinder davon. Das gab schon lange vor uns, aber es macht dem Marek viel Spaß. Ich kenne das auch, ich mache das auch gerne. Und da sind wir zwei auch nicht die einzigen dieser Tage. Es gibt einen Autor, der heißt Rick Remender, der hat früher mal gezeichnet, aber der ist heute meistens Autor. Und der hat verschiedene Serien gemacht, die fand ich alle ziemlich cool. Und eine Serie hatte ich ausgelassen, die hieß Deadly Class, weil die viel zu brutal ist, hatte ich die nicht gelesen. Ich habe ja auch schon genug Lesestoff. Der hat Black Science gemacht, saugeil. Der hat Tokyo Ghost gemacht, so eine 10-Hefte-Story. Das heißt, ich glaube, es ist ein dicker Sammelband oder vielleicht zwei dünnere Sammelbänder, weiß gar nicht, wie die im Paperback erschienen sind. Hat noch dies und das gemacht. Davor hat er berühmte Sachen für Marvel gemacht, hat mich jetzt weniger interessiert. Und jetzt habe ich in einem anderen Podcast, oh Mann, ich bin so in den Podcasts unterwegs. Stimmt gar nicht. Ich war einmal beim Telestammtisch. Einmal. Und da hat mir einfach Teddy Kless besprochen. Und deswegen habe ich jetzt sogar dann meinen Rick Remender-Titel, den ich ausgelassen hatte, auch noch gelesen. Festgestellt, ist genauso ein saugeiler Rick Remender-Titel wie die anderen auch. Festgestellt, ich hatte sogar recht, der ist sehr brutal. Das haben wir auch beim Telestammtisch festgestellt. Und hört da ruhig mal rein. Und der Zeichner von Deadly Class, das ist der, wie heißt er mit Vornamen? Wes Craig. Und der zeichnet halt auch. Da gibt es noch einen anderen Koloristen, der macht die Farben sogar auch noch so, dass es dem Marek schon aufgefallen ist. Oh, das ist ja ein eigener Style. Der spielt in den 80ern und deswegen haben sich auch die Zeichner und die Koloristen, also es ist ein Zeichner, ein Kolorist, an berühmte Künstler aus den 80ern im Comic-Bereich so ein bisschen gehalten, gerade die Farben. Da sind Farben eher nebeneinander als ineinander und das kommt von der Atmosphäre, vom Effekt, vom fortlaufenden Lesen richtig cool. Zum Telestammtisch-Podcast, das ist die aktuelle reguläre Folge, die diese Tage jetzt rauskommen wird, hatte ich vorliegen nur den Band 1, weil er bei CrossCult diese Tage erscheint und nur Band 1 bisher dann draußen ist. Den Band 2 kommt bei CrossCult erst demnächst, aber bei Panini gab es die Serie schon mal und nachdem der Podcast fertig aufgenommen war, hat mir der Andi vom Telestammtisch den zweiten Band dagelassen. Der Andi hatte auch sich am kritischsten über diese brutale Gewalt geäußert bei dem Titel. Und ich habe noch so gesagt, ja, anscheinend bin ich irgendwie abgestumpft, aber nachdem er gegangen war, habe ich dann den zweiten Band gelesen. Ich glaube, er hatte eher den zweiten Band noch mehr im Sinn, weil da wird es ja nochmal brutaler. Also es ist arg gewalttätig, aber es ist halt Thema von dem Ding. Ansonsten ist es sehr cool gezeichnet und in verschiedenen Rückblenden ist es vielleicht anders dargestellt, aber der Comic hauptsächlich hat für die Panels keine schwarzen Outlines, aber um die Sprechblasen, um die meisten Charaktere rum schon. Je nachdem, wenn die Charaktere keine schwarzen Outlines haben, dann liegt es am Koloristen, dass der es für den Style vielleicht weggenommen hat, weil es nicht nötig ist oder weil die Dame dann eh ein schwarzes Oberteil anhat, braucht nicht neben schwarzen nochmal eine schwarze Linie gehen, klar. Und diese Panels ohne schwarzen Outlines gibt einen ganz anderen Eindruck. Es sieht nämlich so aus, als ziehen da weiße Linien zwischen den Bildchen durch und diese weißen Linien, als würden die vielleicht sogar aktiv durchziehen.
Das sage ich jetzt nur, weil ich auf was hinaus will, denn auf ein paar Seiten ist es so, dass die weißen Linien tatsächlich scheinbar aktiv durchziehen, weil die, das sind ja nur Panel-Zwischenraumlinien, aber bei Band 1, Seite 40 ist es so, dass die Linien vom Passiv zu aktiv werden und zu einem Pfeil werden. Und das finde ich schon ziemlich cool. Oder wenn sie dann auf einmal anfangen, etwas zu umkreisen. Also die bewegen sich nicht. Es ist nicht wie früher bei dem Anfangshandy des Spiels Snake, dass die sich bewegen, sondern es ist ja alles starr im Comic, schon fertig gezeichnet. So bleibt es auch, aber es wirkt teilweise so. Hm. Im zweiten Band habe ich jetzt hier irgendeine Seite aufgeschlagen. Da sind auch die weißen Linien und gleichzeitig passiert im Hintergrund, dass da auch irgendwas von oben runter regnet und das passt dann auch viel besser, weil es in die Komposition ganz gut reinpasst, von oben nach unten, wie auch die Panellinien weiß sind, ist dann auch das, was von oben unten oder von unten nach oben dann so reinkommt, optisch passt das viel besser dazu. Also es ist sehr gutes, keine Ahnung, das, wie nennt man sowas denn mit Fachworten, ich kenne mich ja mit Fachworten nicht, also Stilelement, keine Ahnung. Hat eine eigene Wirkung und dadurch, dass die schwarzen Linien nicht jedes Bild umranden, hat jedes Bild dann immer eine Schwerpunktfarbe, ohne dass Schwarz groß eine Rolle spielen muss. Mhm. Sehr gut gemacht. Deadly Class. Mhm. Sehr gut. Ja. Ja, ich könnte noch viel mehr davon erzählen, aber habe ich ja schon beim Andi, beim Telestammtisch gemacht. Die Episode erscheint demnächst, also von daher, oder... Je nachdem, wann das erscheint, je nachdem, wann ist es sogar schon erschienen. Ja, ja, immer das war damals Zukunft 2019 erschienen. So im März, April 2019 war das damals. So lange brauche ich es auch wieder nicht. Aber vielleicht kann ja der Marek mal erzählen, ob und was er so als letztes für einen Comic gelesen hat. Ja, also zum einen würde ich noch gerne jemanden erwähnen, der mich auf diese weißen Linien, also weiße Linien ohne die Outlines, die Panels gebracht hat. Das ist ein guter Zeichner, das ist der Joachim Brandenberg. Mhm. Ja. Der hat jetzt sein letzter Comic heißt Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Und den habe ich mir gekauft. Der geht auch fantastisch mit Texturen um. Also der arbeitet auch halb analog, halb digital, wenn ich es so richtig zusammenkriege. Und geht halt wahnsinnig gut mit Texturen um und multipliziert sie noch mit den Bildern und so weiter. So das, was ich dann auch final mache, das ist dann noch so ein bisschen realistischer. Ich will nicht sagen dreckiger, aber so ein bisschen haptischer aussieht, weil ich finde, das ist so das Hauptproblem, wenn etwas digital koloriert ist, sieht man, dass es digital koloriert ist. Also es ist wahnsinnig sauber und du hast auch keine wirklichen harten Kanten. Also du musst viel ausmaskieren und es sind einfach weiche Verläufe, gerade wenn du mit einem Airbrush arbeitest und so weiter. Deswegen... Ich weiß, er hat sich da auch wahnsinnig viele Pinsel zusammengebaut, ich auch, und so koloriert man das Ganze. Also den wollte ich auf jeden Fall erwähnen, den Comic kann ich auch empfehlen. Ja. Und sonst habe ich, ich habe mir jetzt einen Comic gekauft, der heißt Der Unglaubliche, nein, die... Die Unglaubliche, nee, der, Unschlagbar. Unschlagbar, Dankeschön. Unschlagbar und bin total geflasht davon. Also im Endeffekt vom Storytelling finde ich das ganz geil, weil er praktisch das Medium des Comics, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ich glaube, das kann man... Gibt ja noch eine eigene Episode. Wird es noch eine geben? Okay. Sag ich jetzt mal. Dann will ich jetzt auch nicht zu weit so reingehen, aber auf jeden Fall ist das, es geht einfach vom Storytelling und vom Layout wahnsinnig auf das Medium Comic ein. Mhm. Und ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht so viel, wenn ich sage, ich hab mir die zwei Bände gekauft und jedes Band ist auch, da ist eine Seite eingestanzt. Und da fällt mir die letzte oder vorletzte Episode, wo wir zusammen saßen, wo du noch gesagt hast, Leisure Legende, dass du dir sowas ausgedacht hast, dass man so einen Comic zusammenklappen und aus und dadurch entstehen neue Geschichten. Und ich finde, bei dieser Ausstanzung ist ja dieses Prinzip ja auch da. Das heißt, du hast im Endeffekt mit einer Seite bedienst du vier Seiten, die Seite an sich mit dieser Stanzung kommuniziert, aber auch mit der Rückseite, mit der Folgeseite und mit der davorherigen Seite. Das ist Hammer. Und ich finde das super. Also ich finde das sehr geil. Dann musst du unbedingt den Mathieu auch noch lesen. Mhm. Aber das macht er in Vorbereitung zu unserer zukünftigen Episode, wo es dann um sowas geht. Okay.
Ja, weil also das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt gelesen habe. Also ich habe den ersten Band angefangen zu lesen, ich habe ihn noch nicht durch und das ist eigentlich, das sind so meistens Kurzgeschichten. Ja. Also das sind ja ein, zwei Geschichten, die glaube ich über 4 oder 8 Seiten meinetwegen gehen, aber die meisten gehen über eine Doppelseite oder sogar eine Seite, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, also das ist etwas, was ich auch empfehlen kann, auch vom Zeichenstil. Ich finde, das ist ein schöner, klassischer, franco-belgischer Zeichenstil, mit dem Mann, und in dem Fall mit dem ich auch aufgewachsen bin. Also ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig schön gemacht. Und wie gesagt, mit der Stanzung und so weiter war ich total begeistert. Ich dachte, ich finde das wahnsinnig. Ich finde das wahnsinnig. Ich finde es wahnsinnig. Warte mal, das ist auch so ein Running Gag, ne? Meine Frau ist wahnsinnig. was war das dann noch? Wahnsinnig belesen, glaube ich, oder ja, liest wahnsinnig gerne. Oder irgendwie sowas. Schön, oder? Ja, also wahnsinnig alles, ja. Und aber ich wusste nicht das richtige Adjektiv, also bin ich bei wahnsinnig einfach stehen geblieben. Ja. Ja. Steffen, hast du zuletzt irgendwas Cooles an Comics gelesen? Ich frage nur, es ist nicht schlimm. Weiß genau, was meine Antwort ist. Und nein, zuletzt heißt ja nicht gestern, sondern gestern. Was war denn der letzte? Zuletzt, was habe ich denn zuletzt gelesen? Da müsste ich jetzt, das ist schon so lange her. Ist das nach 2000 gewesen oder vorher? Ja, nee, das schon, aber ich müsste jetzt, tatsächlich glaube ich, war es einer der Turtles Crossovers? Nee, den habe ich aber dann hier schon besprochen. Okay. Was war denn das so zuletzt? Kann es dir gerade echt nicht genau sagen. Dann hat es mich wahrscheinlich auch nicht ganz so beeindruckt. Dann ist es vielleicht auch nicht so. Dann muss ich tatsächlich mal Unschlagbar lesen. Aber das ist auf meinem Comic-Stapel auch relativ weit oben auf der zu lesen Liste. Und wenn ich den gelesen habe, werde ich mir dann natürlich umgehend den zweiten Band holen wahrscheinlich. Ja. Und naja. Ich war schon so begeistert, ich habe mir direkt die beiden. Ja. Weil ich wusste, dass. Als ich den ersten gekauft habe, gab es ja den zweiten noch nicht. Ich finde ja toll, dass das bei Carlsen erscheint, ein Verlag, den auch Leute wahrnehmen, die jetzt nicht nur in die Comicläden gehen. Mhm. Das heißt, es können auch wirklich Leute entdecken und vielleicht mal erkennen, was Comic alles bieten kann, leisten kann, wenn man jenseits von Tim und Struppi meinen Titel auswählt. Ja. Also ich habe jetzt ja, ich wollte gerade sagen, was ich gelesen habe, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ist egal, aber ich habe danach nochmal das Geschenk vom Sascha von vor ein paar Monaten jetzt erst gelesen, weil ich da jetzt sozusagen dran war und ich kannte ja vorher Comic Cabin, das Hardcover-Büchlein noch nicht. Das habe ich vorgestern. Du meinst von Arche Noir? Nee, Kurzgeschichtchen so im derberen Stil. Arche Noir hatte ich ja schon damals gelesen gehabt. Ja. Schönen Gruß vom Sascha. Ach so, ja. Glaube ich. Also reime ich mir jetzt mal zusammen oder ich behaupte es. Der hört das jetzt, das habe ich gar nicht gesagt. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, erwähn mich bloß nicht. Dabei haben wir den jetzt in der Episode schon öfter erwähnt heute. Ja. Also, ob er will oder nicht. Eben. Ja. Wenn mein 5 mal sagen, dann kommt er, oder? Wie ist das? Ja. Ich habe ja schon gesagt, also demnächst müssen wir ihn mal wieder dazu holen und dann machen wir das mit den Illustrationen auch nochmal so ein bisschen aus seiner Sicht. Ja. Ne? Also ich finde es halt ein interessantes Thema. Ich finde das gut. Da kann man ruhig mehr drüber erzählen, weil sich dann vielleicht auch mehr ergibt oder auch mehr am Verständnis für den Zuhörer ergibt, was neben den Comics auf den ersten Blick noch so alles sein kann, aus Macherseite. Ja, da hat sich dann plötzlich dann doch noch jemand hier reingeschaltet. Huch, was ist denn jetzt passiert? Hi, Patrick. Alles. Ah, Feierabend für heute. Guten Tag. Nee, noch nicht. Nee, ich fange gleich erst an. Oh. Okay. Vor der Arbeit noch was Schönes. Ach so, stimmt. Umgekehrt ist es ja. Ja. Oh je. Ja. Genau. Gut. Erzähl doch mal, was hast du denn so zuletzt gelesen? Comic. Ich habe von Marvel Kinderland gelesen. Von Marvel, ja, okay. Ich muss da immer zweimal reden. Marvel. Ich habe von Marvel Kinderland gelesen. Seit wann ist denn das von Marvel? Ja, genau, nee, Kinderland. Das ist jetzt neu erschienen nochmal in einer kleinen Variante, ne? Genau, in so einer kleinen, kompakten Version für 9,95. Ja. Der darf jetzt demnächst als erster deutscher Zeichner Lucky Luke zeichnen. Richtig, ja. Und das hat mich dann neugierig gemacht, was er denn so gemacht hat. Ich habe von ihm nur diese Gratis-Comic-Tag-Probe
davor gelesen, das ist ewig her. Jetzt habe ich das noch nachgeholt. Und es ist ein schönes Buch über Ostberlin 1989, also kurz vor dem Mauerfall und kurz bevor sie rübergesiedelt sind. Da geht es um einen kleinen Jungen, der in der Schule quasi dauernd gemobbt und gehänselt wird. Und irgendwann freundet er sich mit einem der Rowdies an. Also auch mit einem anderen Außenseiter. Und er, die merken recht schnell, dass sie ganz gut in Tischtennis sind. Ja. Es ist auch ein größeres Tischtennisturnier geplant. Man kriegt auch diesen Konflikt ganz nett mit, also nicht zusammen mit dem Holzhammer, sondern, wie kann man es am besten sagen, ja, aus Kindersicht. Also, dass die Eltern sich komisch verhalten und ab und zu mal was von Rüberwandern erzählen. Dass da einige Angst haben, auch dass die Stasi was sagen könnte. Also die haben wirklich Angst, dass irgendwas Falsches gesagt wird. Kinder haben auch richtig Angst, das bekommt man ganz gut mit. Und diese Tischtennisturniere fand ich auch cool gemacht. Also so ein bisschen wie bei so Heldencomics, so diese Kämpfe. Also mich hat es so ein bisschen an Anime erinnert und Dragon Ball, wenn die da so ein bisschen, wie kann man es nennen, wenn so ein Goku auf einmal sein Kamehameha macht, so haben die Powerschläge da erinnert. Also episch dargestellt quasi. Genau. Ja. So ein bisschen, um diese Tristesse, die sie sonst haben, da aufzulockern. Wird jetzt auch, ja. Ja. Kennst du die vorige Ausgabe davon, also die großformatigere? Ich habe da reingelesen, aber ich habe sie mir nicht geholt, sonst hätte ich mir jetzt auch nicht den kleinen Band geholt. Genau, und da wollte ich ein bisschen drauf raus, wie ist denn das so im Vergleich? Also ich meine, ist es vergleichbar mit der Comic-Ausgabe vom Gratis-Comic-Tag? Ich meine auch jetzt so die Verkleinerung. Wie wirkt die denn in dem Band? Stört das sehr? Oder ich meine, der Strich von Marvel ist ja jetzt auch nicht so detailliert extrem, aber ja. Nö, mich hat gar nicht gestört. Also ich konnte das auch im kleineren Format gut lesen. Wer aber eben das größere Format mag, kommt da dran dann nicht vorbei. Aber ich fand es auch in der kleinen Version gut gemacht. Passt auch super dazu. Ja. Und ich sehe hier auch, dass es mit dem Max und Moritz Preis als bester deutschsprachiger Comic ausgezeichnet wurde. Ja. Und ich habe das auch mitbekommen. Ich habe ja letztes Jahr auf der Buchmesse mit dem Flix ein wenig darüber geredet, als er Spiro in Berlin vorgestellt hat. Und da hat er schon stolz gesagt, er konnte schon in seinen neuen Lucky Luke reinlesen. Ah ja. Die sind schon ziemlich dicke und haben sich da auch gut abgesprochen. Und er war auch ganz angetan von dem Stil. Das Ding wird Lucky Luke sattelt um heißen. Also man sieht ihn da auch auf dem Fahrrad fahren. Ja. Wie auch immer die das einbeziehen werden. Ich bin mal gespannt. Ja, ich meine, gut, diese Präsentiertbände sind ja dann sowieso erstmal ja, außerhalb der Continuity, wenn man das so nennen möchte. Bei genau. Lucky Luke ist es das ja. Das sind eher so Hommagebände. Genau, richtig, ja. Ja. Die ja auch mit diesen, der Mann, der Lucky Luke tötete, gestartet richtig, ist. Ja, ja, ja. Und davon kommt der zweite Band auch als gratis Comic-Band-Exemplar. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber da kommt das gratis Comic-Tag-Exemplar an. Okay. Von welchem jetzt? Von Marvel? Von Lucky Luke Hommage 2. Ach so. Der wird als gratis Comic-Tag-Exemplar. Ah, stimmt, ja, okay, ja, jetzt weiß ich wieder, ja. Okay. Und auch der von Michi so hochgelobte Unschlagbar, Band 1. Yeah. Du meinst den Legier Legende. Ey, hier bitte nur Code. Nee, aus, aber du hast ihn auch oft genug beim Namen genannt in den Podcasts. Ja, pst. Du, ja. Das geht ja keinem was an. Der Fehler war aber öffentlich, deswegen kann ich darauf Bezug nehmen.
Ah, Mann. Steffen, Steffen. Ja, ich finde, es geht nicht. Ich bei der Malalo, er hat gesagt. Oh, der schlimmere Fakt, den ich aber gelesen habe, war, dass Mark Forster eigentlich Marek heißt. Also ich mag den Sänger, ich finde die Musik nicht wirklich gut, aber dann dachte ich, okay, jetzt habe ich einen neuen Spitznamen für Marek. Sowas. So kommt es raus. Ja. Ja? Sowieso. Sing mal den neuen DuckTales-Song, Marek. Ja. Genau. Ja, aber ich finde jetzt bei der Komprimierung ins kleinere Format ist nichts verloren gegangen. Und wie du es schon so schön gesagt hast, es ist jetzt nicht so detailliert, dass du dann denkst, oh mein Gott, nein, ich kann mir das nur im Großformat gönnen. Also da funktioniert es ganz gut. Genau. Mhm. Okay. Und ich finde das auch gut, dass es dadurch einem breiteren Publikum auch geöffnet wird. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch einige Kinder beziehungsweise in Schulklassen dann vielleicht mal ein bisschen dadurch besser behandelt werden könnte, dieses Thema. Du hast noch was gelesen und daraus ist so ein bisschen ein kleines Projekt am Entstehen. Wollen wir darüber noch kurz reden? Na klar, das können wir gerne machen. Mhm. Du meinst Little Wonder von Gordon. Vom Gordon, genau, ja. Gordon ist ein Mitstammtischler von uns. Das machen wir gerade disclaimerhaft. Erklären wir das noch kurz. Jawohl. Und der hat halt eine Geschichte entwickelt, die nennt sich Little Wonder. Oder das ist eine mehrteilige Geschichte, glaube ich, dann auch, ne? Das geht in mehrteilige. Also der erste Band hat einen Cliffhanger bzw. ein offenes Ende. Ja. Und dazu kann man sagen, das ist so ein bisschen eine Dystopie verknüpft mit einem Kinder, mit einem klassischen Zeichentrickstil. Also da geht es darum, dass die Mäuse quasi fast alle Katzen ausgerottet haben. Bei einer schwangeren Katze hat dann quasi nur noch eine Katze überlebt und die ist so dadurch, dass sie von einem Giftgas quasi angegriffen wurde, hat sie irgendwelche Schäden davon getragen. Sie kann nicht mehr wachsen. Sie ist quasi klein geblieben. Okay. Ist quasi in einer mäuseähnlichen Größe, deswegen nennt sie ihre Mutter Little Wonder. Und dieser Konflikt ist eben so groß, dass sie ziemlich gut behütet da aufwächst. Ja. Irgendwann flieht sie eben und lernt dann die Mäusewelt kennen. Und wie ich auch schon bei meiner Facebook-Review erwähnt habe, Gordon hat natürlich nicht seinen Humor verloren. Es gibt zum Beispiel eine Kakerlake, die Nostradamus heißt. Und natürlich ist bei den Katzen Schrödingers Katze. Okay. Ja. Gordon hat da auch erwähnt, dass es ein, dass er da gerne Don Bluth an seine Filme referenzieren möchte. Und das merkt man dem Ganzen auch an. Wenn man es mit seinen anderen Dingern vergleicht, die schon deutlich derberen Humor haben, dann merkt man, ja, da hat er ein bisschen auf die Kinder geschielt und wie kann man es jetzt am besten nennen? Ja, dieses kleine Projekt, das dadurch zustande kommt, ist, dass Gordon ein Hörbuch dazu machen will und dafür fleißig Stimmen castet. Es ist ziemlich frauenlastig, muss man auch dazu erwähnen. Gordon ist da deswegen ein wenig, nicht in Bredouille, aber er sucht noch mindestens eine Frau mit einer schrillen, piepsigen Stimme. Hat er erwähnt, weil es kam bisher mehr Männerdarsteller als Frauen. Ja. Potenziell. Meldet euch, Frau. Meldet euch bei uns. Wir würden dann den Kontakt herstellen zu Gordon. Genau. Ja. Hast du da auch schon reingelesen oder? Noch nicht so tiefgründig, nee. Also ich habe da das PDF mir schon mal geladen, aber wird's mir jetzt. Ja, ich hatte mehr oder weniger das Glück oder das Pech, dass ich zweimal in Bahnen gestanden habe, beziehungsweise gesessen habe.
Die Zeitverzögerung hatte bei der anderen, bei der einen Bahn am Dienstag nach dem Stammtisch kam dann die Durchsage, ja, wir sitzen hier etwas länger fest. Mhm. Wer will, kann einen rauchen. Ich sage Bescheid, wenn es weitergeht. Mhm. Ja. Gordon hatte mir zu seinem Little Wonder, also so lange beschäftigt ihn das Projekt schon, zum Stammtisch vorletztes Jahr im Dezember, mhm, einen Kalender geschenkt, also einen Jahreskalender, und da waren schon viele Motive von Little Wonder. Mhm. Und jetzt verstehe ich auch quasi, wieso da eine Maus war mit einem Katzenschwanz, mhm, was eben eine Maus ist, was eben eine Katze ist. Mhm. Ja. Dadurch habe ich auch schon einen guten Einblick gewinnen können. Ich wusste nicht, dass es auf dieses Projekt angeteased hat, mhm, aber das hat mich dann noch mal einiges anders sehen lassen, und der Kalender hängt auch noch da quasi. Ja. Als Vorbereitung, nicht nur weil da notierte Geburtstage sind, sondern auch weil da ein paar schöne Motive sind. Mhm. Komplett dazu auch gesagt, mit einer etwas anderen Kolorierung würde das sogar richtig professionell aussehen. Mhm. Aber Gordon entwickelt sich, das merkt man, und ich bin da guter Dinge, und man merkt ihm eben auch an, dass er Bock auf dieses Projekt hat und wie viel davon ihn reinfließt. Ja. Okay, gut. Also wie gesagt, der Aufruf hier an alle, ja, natürlich auch männliche, wenn Interesse besteht, aber vor allem werden jetzt halt noch weibliche Darsteller gesucht, und wer von sich überzeugt ist, er kann eine schrille und quirlige Stimme darstellen, der sollte sich auf jeden Fall mal melden. Ja. Ansonsten, jede Frau oder jeder Transgender mit schriller Stimme, um dann, was sehr gut, auch immer sich da berufen fühlt, ja, kann sich gern bei uns melden. Ja. Okay. Alles klar. Dann. Na, klar. Ja, hast du sonst noch was? Oder? Ich habe noch das etwas ähnlich gelagerte Mausgard gelesen. Ah, ja. Also, ja, Mausgard, da war ja David Peterson im T3. Den haben wir auch beide gesehen. Mhm. Ist auch eine sehr schöne Fantasy-Reihe, erinnert so ein bisschen an Watership Down auch. Ich dachte, jetzt kommt jetzt auch ein sehr schöner Mann. Also würde ich auch sagen, aber ja, ist auch ein schöner Band, ja. Ja, ja. Und er war auch super freundlich und umgänglich. Ja. Und mit jedem Band wird diese Welt quasi erweitert. Ja. Also es ist eine schöne Welt, aber es ist auch eine sehr harte Welt. Also da wird auch ein bisschen gemetzelt, mhm, kann man dazu sagen. Deswegen habe ich auch Bezug auf Watership Down genommen, mhm, weil die dann teilweise nicht zimperlich zur Sache gehen und in jedem Band mindestens 2-3 Leute oder größere Tiere gestorben sind. Das Schöne daran ist ja wirklich, dadurch, dass es aus Sicht von der Maus ist, ist quasi alles eine Bedrohung für die, und die müssen dann lernen zu kämpfen. Ja. Und das tun sie auch. Da ist zum Beispiel eine Eule, die sie öfter mal attackiert, oder eine Schlange, die dann auch so ein paar Weggefährten auffrisst, und auch unter den Mäusen werden so untereinander Intrigen gesponnen. Mhm. So gesehen so eine Mischung aus Watership Down und Game of Thrones für Kinder, wenn man so will. Mhm. Okay. Ja. Welche Bände hast du da jetzt mitgenommen? Die ersten beiden, ne? Auch? Oder? Die ersten beiden, und ich habe mir noch den dritten Band mit der schwarzen Axt dann nachgeholt, nachdem ich da am Montag auch, sorry, in Frankfurt unterwegs war. Ist der Nagellack umgekippt? was machst du da? Ich habe gerade nur meine Arbeitssachen eingepackt, sorry. Ach so. Nee, Nagellack. Ich war da mit Andi. Ich war davor mit Andi eben in der Pressevorführung von Wir, zu denen wir am Mittwoch noch einen Podcast machen. Cool. Gestern haben wir auch noch einen Anti-Disney-Podcast mehr oder weniger aufgenommen. So, habt ihr das Gespräch? Mach's gut. Lieber Patrick, war schön, dass du dabei warst. Marek hatte auch schon darauf Bock auf sowas Anti-Disney-mäßiges. Nein, hat er gar nicht. So. Das kann der Steffen nicht dulden. Müssen wir dich leider ausladen hier. Nein.
Nein, sagt bloß nichts gegen Goofy oder Jar Jar Binks, sonst guckt euch der Steffen dauernd drum an, aber sonst ist er ganz umgänglich. Ja, ja. Der Steffen oder der Jar Jar Binks? Der Goofy. Ach, der Goofy. Ja. Ja. Okay, dann wünsche ich mir dir jetzt noch einen schönen Arbeitstag. Lass dich nicht fressen. Entschuldigung. Ja. Genau, ja, ich habe wahrscheinlich jetzt einen Jumpscare hier eingebaut mit dem. Was? Mit dem Rumgeplumps habe ich wahrscheinlich jetzt noch einen Podcast-Jumpscare eingebaut. Ja. Um so ein bisschen auf das Die Leute, die uns zum Einschlafen hören, sind jetzt wieder wach. Ja. Nur weil der Nagellack umgekippt ist. Ja, okay. Das war eine Flasche, aber. Ja. Plastikflasche war. Nagellack ist meistens in Flaschen, ja. Wie kommst du denn auf Nagellack? Es hat sich nur so angehört. Also, es hat sich nur so ergeben. Wenn bei mir mein Nagellack umkippt, dann klingt das so. Dann klingt das genauso. Steffen weiß, wie Nagellack wir können ja gleich mal den Test machen. Ja, nee, alles klar. Oh, jetzt kommt's. Das hörst du dann wahrscheinlich aus dem Podcast, aber jetzt Achtung. Ich schmeiß gerade mal Nagellack um. Ja. Welche Farbe war das? Schreibt's in Achtung, die Kommentare. Ja. Klang ganz genauso. Das muss dieselbe Farbe gewesen sein. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Lieber Patrick, vielen Dank, dass du noch kurz die Zeit hattest. Und, na klar, gerne. Dann. Ja, hören wir uns. Hören wir uns dann wahrscheinlich mit einem längeren, ausschweifenden Podcast, wo ich auch ein bisschen mehr zu hören bin. Ja. Kommt drauf an, was du über Disney sagen willst. Aber ja, demnächst steht ja auch Hellboy, der nächste Film, an. Da kann man auch schön diskutieren. Und wir sehen uns eh oft genug. Wir finden schon was. Disney kotieren, ja. Und Doctor Who war ja noch irgendwie auf der Agenda. Mal. Auch, ja. Ja, also es aber gibt, da müssen sich die beiden erstmal vorbereiten und Steffen muss mal wieder seinen Lesestapel ein bisschen verkleinern, bis er zum Doktor kommt. Ich glaube, von denen habe ich überhaupt keine Comics. Das ist ja das Problem. Da muss ich ich habe euch die DVDs zur Verfügung gestellt. Ja. Also da könnt ihr auch beim Doktor im Wartesaal vielleicht Doctor Who ein bisschen weiter schauen oder Lesestapel abarbeiten, was auch immer. Ja, wir sind fleißig dabei. Ja. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis demnächst. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, ciao. Wer kaut denn da? Wenn der Patrick gesprochen hat, konnte ich wenigstens was naschen. Ja. Ja, gut. Ja, damit würde ich sagen, hätten wir dann, glaube ich, alles soweit besprochen, was uns eingefallen ist. oder habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt kurzfristig noch anbinden wollt? Aber wollen wir den Patrick heute nur Patrick nennen oder heißt er heute Patrick Robert? Achso, das kann man natürlich noch ergänzen, dass er der Patrick Robert ist. Der berühmte Patrick Robert. Ja. Mit Klarnamen nur Patrick, aber. Ja, bei uns Patrick Robert. Genau. Ja. Nee, ich habe also... Der Marek heißt jetzt Marc, oder? Ja, nee, also ich weiß auch nicht, was er da meinte. Ich hab's auch nicht richtig verstanden. Genau. Ja. Nee, sonst bedanke ich mich nochmals für die Einladung und ich werde stets wieder gucken, mich da einzuladen und ja. Du weißt ja, du die Kontonummer kennst du und dann einfach rechtzeitig den Betrag überweisen. Das kommt dann, und dann kommst du an, wie oft ich dann kommen darf. Gell? Mhm. Zu welchen Themen? Ja, genau. Kannst ja ein Abo bezahlen. Ja, genau, ja. Ja. Schön. Ja, genau, ihr könnt euch hier auch einkaufen. Nein, Quatsch. Ja, oder in meinen Comic. Ich habe ja einen Stammtischler, habe ich ja jetzt schon verewigt. Ja. Also, der hat sich jetzt praktisch gar nicht mal reingekauft, sondern es kam so aus der Situation, jetzt ist er drin. Jetzt muss er da auch durch. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache. Also für die Charaktere nutze ich ja Bekannte, Verwandte und und so weiter. Ja. Also wer Bock hat, ja. Ich habe immer noch Charaktere offen. Immer gerne, ja. Ja. Genau. Ja, das war's von mir. Gut. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Hast du sonst noch was? Nee, wenn wir jetzt schließen wollen, habe ich ja besser nichts, sonst dauert es ja noch eine Stunde. Ja, dann. Wir können ja hier eine Kapitelmarke setzen, dass gleich zu Ende ist.
Ja, das machst du sowieso immer. Ja. Showdown. 10, 9. Dann bringe ich doch einfach noch die Weisheit der Folge zum Besten. Einfach mal zu weit gehen und sich dort ein bisschen umsehen. Wo ich das jetzt her habe, das könnt ihr dann in den Kommentaren erraten. Und ja. Hast du das irgendwo abgelesen? Psst. Das war nur eine kleine Hilfestellung. Schreibt's in die Kommentare. Genau. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also wir in dieser Runde oder vielleicht auch mal wieder mit einem Breedstorm. Das werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Das lasst euch überraschen. Wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht genau. Ja. Schreibt uns auf jeden Fall, wie immer, wie es euch gefallen hat. Empfehlt uns in den entsprechenden, siehst du, das haben wir noch gar nicht, in den entsprechenden hier im Blog. Hier im sehr gut. Das sagst du immer. Und jeder, der es hört, weiß gar nicht, wo hier im Blog ist, weil er nicht sagt, Blog, weil er uns gar nicht über die, genau. Also im Blog auf, dann sag du es. Comic-community.net oder wie? Oder net de. Geht auch. Net ja. geht auch. Net ist ein bisschen netter, aber de geht auch. De geht auch, richtig. Und ja. Da sind wir auf jeden Fall. Da könnt ihr auch jeweils die aktuelle Episode anhören. Und die alten. Die zum alten Beispiel auch. Nummer 16. Genau. Und ansonsten gibt es uns über jegliche Form von Podcatchern, also über iTunes oder über Spotify. Spotify, richtig. Über podcast.de zum Beispiel. Über auch, den Wolken. Was? Über die Cloud? Nee. Über fit.de gibt es auch eine Möglichkeit, uns zu abonnieren. Und genau, über YouTube. Ach, genau. Auch noch zu hören. Wo zukünftig unser Video-Channel. Genau, nämlich seit der. Was? Das kann mal passieren, das wird auch mal eine Art Video. Aber kann. Muss aber nicht. Und ansonsten, ja, ab hat man ja heute schon die Nummer 16, ne? Die ja. war die erste, die bei YouTube praktisch zu hören war. Und genau, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt immer kommentieren unter den Beiträgen im Blog und auf der Website. comic-community.de. Genau. Oder ihr nutzt unser Fragenformular, das gibt es ebenfalls in dem Blog. Ja. Und ansonsten haben wir dann noch eine Facebook-Seite, über die ihr uns finden könnt. Oder auch, Instagram haben wir auch, oder? Instagram haben wir auch und da könnt ihr uns auch finden. Ja, ihr könnt uns auch einen Brief schreiben. Auch das. Es gibt eine Adresse im Blog, da könnt ihr einen Brief hinschreiben. Ansonsten gibt es noch Twitter, Comic-Cookies. Und wir haben sogar einen Slack-Kanal, da könnt ihr uns schreiben. Wer uns eine Postkarte schreibt, kriegt dafür einen Bone Comic 1 zugeschickt. Die Aktion wollten wir ja noch machen, richtig. Aber das muss eine Postkarte sein, da reicht nicht ein Kommentar. Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Willst du auch sagen, wie viel es noch gibt oder das mysteriös offen? Nee, das bleibt mysteriös offen. Okay. Ich verschenke ja immer wieder so gerne, aber inzwischen ist die übrig gebliebene Zahl an Bone-Comics, die ich zu verschenken habe, genau. Eine kleine zweistellige Schnapszahl ist es. Die kleinste zweistellige Schnapszahl. Jetzt hast du es verraten. Wer das jetzt also mathematisch hinbekommt. Ja, genau. Und wer mathematisch das jetzt hinbekommt, der 47 in den Schnapszahl. Du musst weiter. 42. Ja, das ist ja die magische Zahl. Stimmt. Ja. Aber nach 42 kommt nichts mehr. Nach 47 kommt noch 11. Ah! Du hast es gesagt. Verdammt. Aber das ist ja, na gut. Verdammt. da habe ich nicht geschalten. Naja gut, also es gibt noch die kleinste zweistellige Schnapszahl der Welt. Und da gibt es so viele Exemplare gibt es noch. Also wer uns eine Postkarte schreibt. Wenn es mehr als 11 Leute sind, die uns eine Postkarte schreiben, entscheidet das Los. Wenn uns weniger als 11 Leute. Das ist eigentlich eher so nach dem Motto first come, first serve. Also je nachdem, wie die Postkarten eindrudeln. Ja. Ja. Wie Postkarten rechnest du denn? Ja, mit mindestens 11. Decken voll.
Gut. Also es gibt den klassischen Bone, müssen wir noch dazu sagen, es ist der klassische Bone Nummer, ne, was heißt der klassische? Es ist aber die Erstausgabe der deutschen Farbausgabe bei Tokyo Pop damals erschienen. Ja. Hat noch die Kolorierungsversion von der ersten Ausgabe in den USA. Mhm. In den USA gab es, nachdem die Kritik gesagt hat, er sei minimal zu blass koloriert, nochmal eine aufgepeppte Farbversion von Band 1. Ja. Aber das stört gar nichts. Ein wunderschöner Comic. Wird auch irgendwann mal hier ein abendfüllendes Thema sein von Comic-Cookies. Ui, abendfüllend. Dabei werden die Hörer jetzt schon wieder sagen, das ist ja schon wieder Redundanz, weil der Legende hat schon so oft über Bohnen gesprochen. Aber immer nur ein Häppchen, ne? Also, immer nur ein Häppchen, nie. Ich meine, in der allerersten Episode, als du dabei warst, gibt es ein legendäres Foto. Legendär, weißt du? mit Bohnen auf dem Schoß, aber ja. Das, ja. Faunbone, ja. Faunbone. Und wenn du Marek und der Steffen Wrestle gelesen haben werden, können wir ja auch darüber mal sprechen. Wenn. Gelesen haben werden sein. Ja. Genau. In der Zukunft. Ja, alle Links jedenfalls, die ihr dazu braucht, um uns irgendwie zu kontaktieren. Ansonsten findet ihr im Blog. Sucht sie im Blog. Ansonsten auch da ist zu finden, wenn ihr sie sucht, die Adresse, an die ihr dann praktisch die, Postkarte schickt. Briefe und gehen auch. Briefe Postkarte gehen reicht. Auch. Ja. Und noch mehr Chancen habt ihr, wenn ihr den Briefen was beilegt. Nein. Nein, vielleicht eine eigene Zeichnung. Oh zum ja, Beispiel. Das ist doch. Was Schickes. Jeder zeichnet einen Bone. Eine Bone-Figur? Ja, das wäre doch was. Ja, das ist aber jetzt nur ein Add-on. Die schönsten würden wir dann auch in irgendeiner Form veröffentlichen. Und Ja. Genau. Und dann gehen wir doch damit auf Tour. Bin ich schon mal gespannt. So schnell entsteht ein Konzept. Ja. Mit den Bones unserer Hörer gehen wir auf Tour. Ja. Das ist eine super Idee. Hat noch keiner gemacht. Ja, Legende. Das ist doch. Sie sprühen aber auch heute wieder vor Ideenreichtum. Ja. Ach ja. Was bin ich mit kreativen Leuten? So. Bevor das jetzt ausufert, wir gucken jetzt noch einen Film. Ja. Und, euch schicken wir jetzt ins Bett. Und der Patrick geht zur Arbeit. Patrick geht zur Arbeit. Und, wir haben es heute Samstag. Patrick, lass den Nagellack an der Kasse nicht umfallen. Und ansonsten, hören wir uns dann demnächst wieder. Ja. Ja, gut. Vormittags, mittags, nachmittags, abends, mitten in der Nacht. Wir hören wann das. Immer ihr das hören wollt. Genau. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Cookies. Film kommt jetzt. Das ist ein neues Outro. Ja, von mir kommt's nicht. Seit wann haben wir denn sowas drin? Das ist ja unfassbar. Diese lizenzfreie Sachen hinten dran schneidest, weiß ich auch nicht, was du da rausgesucht hast. Na, das ist garantiert lizenzfrei. Ich glaube, das haben wir ganz schön teuer eingekauft. Wobei, das Ding hat eher die Lizenz zum Töten. Ja. Weiß ich nicht. Der Marek denkt sich auch so langsam, wo bin ich hier nur gelandet? Es nimmt kein Ende. Das ist die dritte Episode, ich bin es langsam gewöhnt. Also ja, langsam so weiß langsam ich. Weißt du auch, was du dich einstellen musst. Genau, so langsam werde ich auch nicht mehr geschont. Ja, ja. Nee. Nö. Seit wann wird hier irgendjemand geschont? Auch wieder wahr. Das ist so. Ab jetzt bist du vogelfrei. Ja. Und was ist aber eigentlich mit Zurück in die Zukunft? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kommt da ein Comic oder wie ist das? Weil ich habe das wohl nicht Deutsch mit. Das haben wir noch Content bekannt. für nach das Outro. Ja, auf Deutsch nicht, aber es gibt verschiedene Comic-Ansätze von Zurück in die Zukunft.
Was ich mir jetzt tatsächlich mal gekauft habe, ist die Story, die Telltale damals in ein Spiel umgewandelt hatte. Citizen Brown, das ganze Ding. Und das haben sie jetzt, Citizen Brown nannte sich das nicht. Doch. Das war nur ein Kapitel davon. Achso, du meinst das Spiel? Das Spiel war Back to the Future, the Game von Telltale. Und quasi die Story, deren Bestandteil eine Episode eben dieser Citizen Brown ist. Das Spiel war auch in 5 Teile oder sowas, 5 oder 6 Teile aufgeteilt, wie die Telltale-Serien halt immer so sind. Mhm. Und das ganze Ding ist dann nochmal als Comicreihe erschienen. Und, in und diese Comicreihe hatte 5 Hefte. Passt jetzt zwar überhaupt nicht zusammen, aber 5 und 5. Verrückt. Und das ganze Ding ist als Paperback jetzt dann nochmal erschienen und hatte ich mir jetzt über Comicsology, ja genau, auf Englisch, hatte ich mir, ist das IDW oder was ist das? Glaub schon. Ja. Ja. Hast schon gelesen? Angefangen tatsächlich. Ja. Ist gut also, gezeichnet. Ich kann es dir dann mal zeigen. Also kannst mal reingucken. Kann man auch in Print sich zulegen. Kann ist man jetzt auch. Nur auf dem US-Markt erschienen. Das Schöne bei digitalen Medien ist, man egal wo man ist, man muss nicht aus dem Haus gehen. Man kann es sich runterladen. Genau. Kaufen. Urlaub habe ich auch dabei quasi. Mhm. Also wenn ihr in eurem Urlaub den Steffen trefft, hat er es dabei. Und es ist oftmals günstiger. Ja. In Steffens Urlaub ist es meistens günstiger. Nein, das digitale Produkt. Ach so, Steffens Urlaub ist digitales Produkt. Gut. Nein, jetzt. Der Pauschal-Comic. Ja, also ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal Comics zu Back to the Future gab. Ja, aber jetzt im Jubiläum gibt es schon eine ganze Weile bei IDW eine Comic-Heft-Reihe mit Kurzgeschichten, eine längere Comic-Heft-Reihe und neben Comic-Heft-Reihen und dann hat es, glaube ich, auch schon wieder aufgehört. Das heißt, der Sammler kann jetzt IDW-Comics von Back to the Future komplett sammeln. Hm. Ja, nee, da gibt es immer mal was. Ja. Könnt ihr ja mal gucken. Ja. Oder ich kann ja auch mal lesen, weiterlesen. Weiterlesen. Ich könnte auch theoretisch an dieser Stelle nochmal auf die Comicsology-Seite verlinken. Kannst du auch machen. Danke, und wir können auch erwähnen, dass wir neulich, was für $340 oder sowas, den DeLorean auf mit Magnetfunktion so ein bisschen schwebend als Modell gesehen haben. Sieht saugeil aus. Echt cool aus, ja. Also es gibt, du kannst den stehend hinstellen, also im Fahrmodus quasi. Mit oder? Den, wie es macht man da mit menschlichen Worten, dieses Feuer. Ja, also den Feuerstreif, der entsteht, als wenn das Fahrzeug praktisch durch die Zeit reist. Ja. Und genau, cool. Und ansonsten ist das Ding magnetisch und wenn man die Räder quasi nach innen klappt, sodass dieser Schwebemodus dargestellt ist, kann man das praktisch freischwebend da hinstellen. Ja. Das ist echt cool. Das ist aber, ja, eine geile Sache. Ja. Aber der Preis schreckt mich halt echt ab. Ja. Das ist halt echt cool. Ich weiß halt nicht, wie viel dazu kommt, um es hierher zu kriegen. Also es ist ja wohl nur auf dem US-Markt oder wie? Ich glaube, gibt es einen deutschen Anbieter? Hier, es wird auch in Deutschland schon angeboten. Oh, das ist ja verlockend. Gefährlich. Aber was ich an Abbildungen in klein gesehen habe, das sah schon ziemlich geil aus. Mhm. Ja. Ja, das war's. Gruß an Doc Brown, Marty McFly. Ja. Wie heißt denn der Vater von Marty McFly? Wie hieß der nochmal? George McFly. George McFly. Gruß an George McFly. Hast du fein gemacht. Ja. Den Schauspieler habe ich gestern gesehen, als ich American Gods. Achso, ich dachte im Supermarkt. Im Supermarkt, ja. Der hat um die Ecke. American Gods hat er mitgespielt? Ja. Ja? In der letzten Folge von der Staffel 1 und jetzt ist hier frisch die erste Episode von der Staffel 2 guckbar und da kommt er wieder vor. Ah ja. Gut. Der Schauspieler. Ja. Nicht der Charakter aus Zurück in die Zukunft. Nee, den haben die rausgeschrieben aus dem zweiten Teil. Also, der wollte, was ich so gelesen habe, unglaublich viel Einfluss auch auf das Drehbuch, auf die Story und so weiter. Und dann haben die gesagt, oh nö, dann lassen wir es. Genau, deswegen sieht man ihn auch nur über Kopf, da haben sie irgendwie einen anderen. Genau, da ist ein anderer und deswegen ist er da raus. Ach, jetzt gibt es hier am Schluss nochmal die
geilsten Infos für die Zuhörer. Ja, also so habe ich es gelesen. Gut, okay. Gut. Zuhörer müssen sich angewöhnen, dass man das auch bis nach das Auto hört. Ja. Da gibt es ja manchmal auch noch Content. Und was ich sehr schade fand, die damalige Freundin ja von Marty McFly hat ja dann auch in der zweiten Episode nicht mehr mitgespielt. Mhm. Ist ja auch eine andere Schauspielerin, weil diese sich um ihre Mutter irgendwie gekümmert hat und halt privat einfach sehr viel hat dann nicht mitgespielt. Fand ich auch schade. Aber, und dass es eigentlich ja ein Gag war, also dieses To Be Continued war ja eigentlich ein Gag, also ja, war ja nie geplant, eine Fortsetzung zu machen. Das finde ich auch cool, ja. Und deswegen ist für mich ehrlich, es gibt nur eigentlich einen Teil, ja, also ich für mich sehe nur so die anderen, ja, sind nett, aber der erste ist einfach, weiß nicht, der stimmt. Der erste ist schon rund, genau, der passt. Ist auch vom Drehbuch, also einer der besten Filme, ich weiß. Ja, aber es ist auch eine der besten Fortsetzungen. Also wann hat mal jemanden Teil 2 gut zu einem Teil 1 so gut gepasst, dass die Story auch schön war? Das wollte ich gerade sagen. Weil das der zweite war okay. Sehr gut miteinander verknüpft. Also der zweite war eigentlich immer mein Lieblingsteil. Ehrlich? Ja. Also ich habe halt deshalb den zweiten Teil anders wahrgenommen, weil ich den als jüngerer Mensch im dunklen Kinosaal geguckt habe. Da hat das alles viel düsterer auf mich gewirkt, als abgestumpfter Erwachsener. Ja, den zweiten Teil? Ja, den zweiten Teil. Okay. Biff of the Future. Also ich mochte den zweiten, weil ich einfach, ja, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, Sci-Fi gerne mag. Und es ist einfach geliebt habe, Daumenabdruck. Ich meine, vieles von dem, was da ja konzipiert war. Bis auf die Pizza. Ja, und wo sind die fliegenden Autos? Die so, sind ja längst überfällig. Ja. Mhm. Die Pizza, ja. Die Pizza. Ja, vor ein paar Jahren, als das tatsächlich dann soweit war, wie diese, wann war das, 2015? 15, ne? Ja. Da gab es ja alle drei Teile nochmal im Kino zu sehen. Da waren wir drin. Tag her, ne? Wobei ich muss auch. Wir halt in einem anderen Kino. ja, stimmt. Ja. 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 Und die Schuhe, die kamen ja raus, beziehungsweise. Stimmt, ja. Und jetzt sitzt, wenn ich mich, Nike war es, gell, oder? Ja, jetzt sitzen die wieder an einem Modell, der dann auch wirklich, also wirklich schnürt, also auch echt so funktioniert. Muss ja machbar sein. Es muss halt nur in großer Menge produziert, verkauft werden, damit es sich lohnt, dafür ein Werk zu basteln, ja. Ja, und wenn du das halt verkaufst als irgendwie Limited Edition, dann sind die Leute auch bereit für Schuhe wahnsinnig viel auszugeben. Das sind sie ja bereit, ja. Also gibt es ja jetzt schon die Idee und die Umsetzung, dass ein paar Leute sich Schuhe kaufen, die mehr als 2,50 Euro kosten. Ja. Hammer. Von den Leuten habe ich auch gehört, aber ich gehöre nicht dazu. Nee, ich gehöre ja auch nicht dazu. Nee, ich auch nicht. Aber die Back to the Future Schuhe? Ja, abgefahren wäre es. Ich hab gerade geschaut. Also die Jacke Modell sieht schon cool aus. Die Jacke war abgefahren, ja. Und die Baseball Cap, die gibt's, die kannst du kaufen. Was war das? War so ein Hologramm. Die war das war so, nur so. Ja, irgendwie so bunt war sie, glaube ich. Bunt, silber, schimmernd so, ja. Die Jacke hat sich angepasst, oder? Ja. Da hast du geschaut. Ja. Ja, genau. Genau, die hat deine Haare sind jetzt trocken. Einerseits hat die Größe angepasst, ja. Und zum Zweiten hat die sich selbst getrocknet. Ja. Ja. Ja, es war schon. Kommt alles noch. War schon. Bisschen später, aber es kommt noch. Ihr habt überhaupt nicht Hoverboard erwähnt, das wäre eigentlich am coolsten. Ja. Cooler als fliegende Autos ist, wenn du ein Hoverboard hättest. Das Hoverboard war echt abgefahren. Weil bei fliegenden Autos baust du bestimmt demnächst einen Unfall, dann ärgerst du dich. Aber mit Hoverboard? Ja, da gibt es ja zumindest mal irgendwelche Teststrecken, wo sie das ausprobieren. Aber das müsste dann irgendwie magnetisch funktionieren. Das heißt, du müsstest alles irgendwie magnetisch unterfüttern, wo die Dinger dann fahren können. Und oder auch schon wieder begrenzt, physikalisch, ne? Andere Gesetze erkennen, oder so, wie auch der Magnetismus in der Erde funktioniert, ja, um Wechselbeziehungen. Die Variante, dass du über den Wasserstrahl praktisch übers Wasser, aber das funktioniert halt auch wieder nur im Wasser. Ja. Also es ist halt, welches Hoverboard war das, was auch im Wasser funktioniert hat? Das ist gerade... Den Namen weiß ich nicht mehr. Was denn? Im Film jetzt. Das waren die Killerboards. Killerboards. Die billigen Mattel-Dinger haben ja. genau. Ja, die hatten ja so kleine Düsen hinten, ja, diese Dinger da. Ja, das stimmt. Ja, aber mit Düsen kann man viel mehr noch arbeiten, also jetzt in echt. Ne, macht halt, ja. Ah ja, Leute, jetzt. Hört mal auf zu forschen, um zum Mars zu fahren oder sonst was. Baut doch lieber mal ein Hoverboard. Gell? Ja. Gott. Wollen Sie gehen? Also. Ja. Mit dem Hoverboard kann man auch zum Mars fahren. Also auf dem Mars rumpacen ist ja auch okay.
Stimmt, kein Mars Rover. Einfach ein Hoverboard. Eben. Mars Hover. Was der Mars Rover ein Entwicklungsgeld. Wahrscheinlich wäre das Skateboard auf dem Mond ein Hoverboard. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Eben. So einfach geht es. Echt jetzt. Wir machen uns hier Gedanken. Dabei kann es so einfach sein. Nimmst du eigentlich noch auf, ja? Gell? Ja, okay. Aber mach ich hört das. Eigentlich noch jemand zu? Nee, ich glaube nicht. Okay. Nee, aber jetzt könnt ihr auch ausmachen. Ja, jetzt könnt ihr ausschalten. Die Sendung ist vorbei.